Willkommen. Willkommen, liebe Leute, bei Anno 1800 und bei der Piratenbucht beim neuen DLC. Nach 3 Monaten wieder ein schöner Anlass im Rahmen unserer Reihe Anno entspannt. Einen Samstagabend entspannt mit euch gemeinsam auf Twitch. Anno 1800 zu zocken mit unserer Endlospartie und davon eine Aufzeichnung auf YouTube raufzuschaufeln. Achtung, große Änderung. Ich sag mal Hallo an die YouTube-Leute, falls ihr euch wundert, wie lange dieses Video ist. Große Änderung bei mir auf dem YouTube-Kanal. Seit dem 21. September 2024 gibt es die neue Regel bei mir. Ich teste mal, ich probiere das mal auf, dass ich nicht mehr die Zweitveröffentlichung der Twitch-Streams in Häppchen von 24 bis 30 Minuten reinpacke und dann über die Woche verteilt immer wieder veröffentliche auf YouTube, sondern dass ich den gesamten Stream nehme, dass ich den in der Regel noch in der Nacht selber im Rahmen in meinem Twitch-Video-Editor, den es dort gibt, leicht einkürze, also meine Bildschirmpausen rausschneide, Teile meines Geschwafels rausnehme, An- und Abmoderationen rauswerfe oder irgendwas weiß ich, mit dem Chat eine Umfrage gemacht und das irgendwas, was man gut rausschneiden kann, entferne. Denn der Rest bleibt drin, daraus entsteht dann ein überlanges Video von 2,5, 3,5 Stunden und das wird dann in der Regel am Tag danach bereits auf YouTube veröffentlicht. Vorteil für euch auf YouTube, vor allem bei aktuellen Spielen und bei Preview-Streams, ihr habt alle Inhalte schon am nächsten Tag auf YouTube. Ihr müsst euch also nicht fragen, hey, ich bin so neugierig auf das neue Spiel, das WB gerade als Preview-Reihe hat, wann kommt die nächste Folge, sondern es ist in der Regel alles sofort verfügbar halt, am Tag danach. Uhrzeit ist meistens um 12, aber nicht immer. Das hängt auch davon ab, wie schnell YouTube die Videos nach dem Hochladen rendert. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich vermute mal, es ist meistens 12, 13 Uhr. Vorteil, ihr seht sofort alles. Ihr müsst nicht abwarten. Und falls ihr mal auf Twitch dabei sein möchtet, bei einem Twitch-Stream, und das ist eine Reihe von Livestreams, müsst ihr euch nicht mehr fragen, werde ich da eventuell gespoilert, wenn ich da vorbeikomme, weil ich die YouTube-Videos vorher noch nicht komplett gesehen habe, sondern ihr wisst dann immer, alles, was vorher schon mal lief auf Twitch, ist bereits auf YouTube veröffentlicht worden. Das heißt, es gibt keine Spoiler-Gefahr mehr. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ein paar andere Vorteile. Ein primärer Vorteil ist, ihr seid einfach gut unterhalten und hoffentlich auch gut informiert. Das Ganze ist für mich ein kleines Wagnis, weil ich nicht genau weiß, ob das, es kann sein, dass das bei mir sinkende Werbeeinnahmen bringt. Ich weiß nicht genau, wann YouTube lernt, diese Videos euch anzuzeigen in der Abo-Box, wie gut und wie schnell das klappt, bin ich mir nicht sicher. Falls ihr euch selber dabei Nachhilfe machen wollt, abonniert habt ihr vermutlich noch. Glocke klicken führt dazu, dass ihr eher Videos angezeigt bekommt oder euch einfach merken am Tag nach einem Stream, ist das in der Regel mittags auf YouTube. Und kann es gut sein, dass Werbeeinnahmen runtergehen, da ich das Ganze nicht als Hobby mache, sondern als Beruf, erlaube ich mir in ein paar Tagen auch Kanalmitgliedschaften auf YouTube anzubieten, als Angebot für die Leute, die das machen möchten und es sich leisten können, da dieses Feature oder dieses Angebot und diesen Extra-Service auch darüber noch zu unterstützen. Ich gucke mal, wie gut das klappt. Das Ganze basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. So, was machen wir heute? Wir haben Piratenbucht, wir haben den DLC, den vorletzten Kosmetik-DLC, der vor wenigen Tagen erschienen ist und den wollen wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Es gibt keine weiteren Gameplay-relevanten DLCs in der Entwicklung von Anno 1800. Es gibt diesen vorletzten Kosmetik-DLC, der nächste kommt, glaube ich, im Laufe dieses Kalenderjahres 2024 noch raus, 2025, dann Anno 117, Pax Romana, großes Thema bei uns. 2 Videos gab es schon, viele weitere werden folgen. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Piraten-DLC einmal an. Sollen wir eine neue Pirateninsel bauen? Wir machen eine neue Pirateninsel, das ist viel schöner. Und zum krönenden Abschluss bauen wir darauf dann Piratensachen. Super coole Idee von dir. Wir schauen uns mal alle an auf der Minimap, die es gibt. Ich mache mich mal kurz weg. Ach, das ist gar nicht nötig. Ihr seht auch so die Minimap. Hier vorne, das ist, oh Gott, wie winzig, guckt euch die an. Wir brauchen eine, die sowas hat von wegen ein bisschen entlegen, klein, verrat, verrufen. Die nach wilden Tieren aussieht, Wasserfällen, wo höchstens Robinson Crusoe und Freitag Unterschlupf finden. Die sieht mir noch zu bieder aus, was haben wir denn sonst?
Hier links haben wir eine. Nee, das ist El Puerto mit Isabel Sarmento. Das ist eine sehr große hier. Wir könnten auch einen Piratenstaat machen. Wir könnten sagen, es ist das goldene Zeitalter der Karibik und wir besiedeln eine große, weil die ist super verwunschen hier. Schaut mal, wie die Wasserläufe hier laufen. Quer durch die Insel. Da gibt es jede Menge Tropenmücken und Malaria. Ja? Oder wie die geneigten Buddhisten zu sagen pflegen, Mularia. Eine furchtbare Krankheit, die nur Kühe, Kälber, Bullen und euch betrifft. Genau. Und die Wasserfälle, und die sieht schon cool aus. Cool mit UH geschrieben. Auf jeden Fall, ne? Sollen wir die nehmen, Leute? Wir checken noch ein paar andere. Es gibt hier unten so Mini-Inseln. Schaut euch mal die hier an. Oh Gott, ist die klein. Da kann man sich noch nicht mal verstecken. Die ist so klein, wenn man da mit einem Surfbrett vorbei paddelt, sieht man jeden Grashalm auf der Insel. Das geht nicht. Da können sich doch keine Piraten verstecken. Aber hier oben. Wisst ihr, was wir hier machen könnten? Nee, das war hier. Wir könnten die Piratensiedlung im Landesinneren verstecken. Wo war die nochmal? Wir könnten die im Landesinneren verstecken. Lassen sie hochleben. Die Insel ist so gut versteckt, ich finde sie noch nicht mal wieder mehr. Hier ist sie. Wir könnten die Piratensiedlung im Inneren verstecken. Klar, wir müssen ein Kontor bauen und ein verschlungener Weg führt dorthin. Und von draußen kaum sichtbar innen drin eine kleine geheime Siedlung. Was allerdings auch bedeuten würde, dass jeder, der im Chat dabei ist auf Twitch oder das Video auf YouTube guckt, im Anschluss, nachdem wir die Siedlung gebaut haben, entweder einen heiligen Eid leisten muss, mit Blut besiegelt, dass er oder sie für ihr Leben immer auf dieser Insel bleibt, oder eins von beidem. Ihr habt die Wahl. Heiliger Eid mit Blut besiegelt oder eins von beidem. Es gibt keine Alternativen. Wünscht euch was. Ihr müsst euch entscheiden. Chatbots sind zuständig, bei denen könnt ihr eure Wünsche abgeben. Und bis dahin, ich will euch jetzt auch nicht drohen, das klang jetzt gruseliger als es ist. Deshalb, wir kürzen das Ganze ab und machen das mal ein bisschen zivilisierter. Jet to Space, du bist der Hauptchatbot heute. Bitte schließ mal die Türen ab im Chat, die Tore. Verriegel die mal, dass keiner rauskommt. Ja? Weil dann muss ich euch nicht weiter bedrohen, dann wisst ihr einfach, ihr kommt nicht raus aus dem Chat. Solange ihr nicht diesen Schwur geleistet habt oder halt die Alternative gewählt habt, ja. Das ist, finde ich, die zivilere Variante, euch hier einzusperren. Okay, alles klar, danke. Also die Insel nehmen wir und wir schicken, und wir müssen, wir brauchen natürlich ein Piratenschiffchen, das wir dorthin schicken. Es gibt da neue Piratenschiffe, oder? Die haben doch irgendwie, ich glaube, man kann Piratenschiffe jetzt bauen. Also eins mit einem Piratendekor oder irgendwie so irgendwas in der Art. Wir gucken mal, welche Schiffe wir haben. Ich muss mal kurz gucken gehen, ob wir irgendwo noch ein altes Segelschiff haben. Ringelblume, ein Clipper. Kann man das Schiffsvariante wählen? Also irgendwo herbstliche Außenhaut, die bekomme ich in Kürze auch, meine herbstliche Außenhaut hier im September. Oder ist das ein einzelnes Schiff, das man bauen kann? Wir gehen mal gucken. Ein spezieller Schiffstyp, danke. Und dann, wo bauen wir den? Können wir den hier vorne bauen? Haben wir hier vorne... Ja, haben wir hier eine Schiffswerft? Eine Anlegung. Das ist der Strand. Ich sehe immer wieder. Haben wir hier eine Schiffswerft? Ich glaube keine, ne? Hola! Hier haben wir keine. Das heißt, wir müssen einmal von einer anderen Insel aus hier hinfahren. Und wir schauen mal. Wie mit einem Item. Ja, verratet mal. Piratenschiffe lassen sich mit dem richtigen Spezialisten bauen. Ihr dürft mich spoilern. Er liebt, dass ihr fragt, weil manchmal sagen wir ja, wir will nicht gespoilert werden, aber jetzt gerne doch, machen wir. Ein Linienschiffskin ist das. Dann gucken wir mal, ob wir ein Linienschiff haben. Ich glaube, wir haben keins. Wir könnten aber eins bauen. Dampfschiff werft. Irgendwo haben wir noch eine Werft.
glaube hier hinten für Segelschiffe, oder? Oder war die in der alten Welt? Ich glaube, die war in der alten Welt, ne? Das ist auch alte Welt, aber in der Startwelt hier vorne. Da ist sie. Segelschiffe haft. Und hier ein Linienschiff bauen. Also wenn ich hier ein Linienschiff baue, kann ich dem dann den Piraten-Skin geben, okay? Habe ich so richtig erklärt? Also ihr habt erklärt, ich habe es wiederholen. Habe ich so richtig erklärt, was ich nicht wusste und was ihr mir gesteckt habt? Ihr seid quasi mein lebender Spickzettel hier. Richtig, machen sich so's. Tun sich so, WB. Talentierter Traumtänzer, danke dir fürs 35. Abonnement. Danke an den Traumtänzer. Einmal bauen, bitte. Ein oder zwei? Ein Piratenschiff reicht. Einmal bauen. Das entsteht dann hier vorne. Und in der Zwischenzeit gehen wir mal rüber und besiegeln schon diese Insel. Waren wir vorne hin und dafür brauchen wir... Die wollten wir besiedeln. Ein Schiff, das rüberfährt und alles hinbringt. Was haben wir? Wir nehmen einen... Wir könnten auch ein neues Luftschiff bauen. Falls wir der Meinung sind, es gäbe ein Luftschiff, das so richtig cool nach Luft, das nach Piratenluftschiff mit ein bisschen Fantasie aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Luftschiff, das nachher alles hinbringt. Alles andere dauert mir zu lange. Ich glaube, wir hatten hier vorne die Luftschiffwerften, oder? Irgendwo war hier, glaube ich, die Luftschiffwerft. Oder war die eine Insel weiter? Ich glaube, die war eine Insel weiter. Das hier vorne ist der Lufthafen, aber da kann man nicht bauen. Ich glaube, wir hatten die hier vorne, ne? In Tropacabana, ne? War hier die Werft? Wer weiß noch, wo die Werft war? Luftpiraten, genau. Wisst ihr noch, wo wir unseren Hafen hatten? Hier war es nicht. Unsere Werft hatten. Unsere Werft für Boote. War das nicht hier vorne? Hier kann ich sie gerade nicht sehen. Seht ihr sie? Nein. Auf Manola nicht. Es war eine von den Inseln hier vorne. Oder war es die hier? Die goldenen Blüten haben wir später besiedelt. Es muss... Oder es war hier unten. In Perlenpuff. Da ist es! Wir haben's! Schaut mal, hier unten. Unser Luftschiff-Hangar. Jetzt halten wir Ausschau. Nach dem, was, welches Luftschiff sieht mit viel Fantasie am ehesten aus nach einem Piratenluftschiff? Ist es der Kolibri? Klein, schnell, flink und süß. Oder ist es Alicanto, sind schon alle anderen. Oh Gott. Nun, dann, wie wird denn das ausgesprochen? DT und Tunt Tunkan. Ein schicker Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Laderaum. Das ist mehr eine Handelsflotten. Was ist das hier vorne? Quetzalcoatl. Das größte Luftschiff, das je gebaut worden ist. Ein Koloss. Nee, das ist. Nee, wir sind klein und wollen uns verstecken. Atrotolin. Das kleinste aller Frachtluftschiffe. Geschwindigkeit geht ohne Überladekapazität. Das könnte beides packen. Warum kann man das noch nicht bauen? Bewaffnet. Nee, wir nehmen die bewaffnete Variante. Ach, das hat jeweils nur einen Frachtplatz. Zwei Frachtplätze. Und dafür brauchen wir eine Art des Luftschiffhangars. Sollen wir einen bewaffneten Alicanto? Zwei Frachtplätze. Dann kann man Waffen irgendwo abwerfen. Nicht, dass wir es wollten. Ja, aber zwei Frachtplätze. Und das ist so ein großes, dickes. Wie wär's mit dem hier? Einen kleinen, flinken Kolibri. Schnell und klein, genau. Wir nehmen den hier. Wer eine Expresslieferung wünscht, liegt mit diesem schlanken, schnellen Luftschiff goldrichtig. Das nehmen wir. Einen Einfluss investieren. Und das bauen wir dann das hier direkt vor die Küste hin. Von hier aus nehmen wir alles mit. Hier soll es hinfliegen. Ja? Alles klar? So tun wir das. Und jetzt müssen wir mich nochmal coachen. Was braucht man nochmal alles?
um eine neue Insel zu besiedeln. Man braucht Holz, Stahl, ein Schiff und Steine auch. Alu, 8 Eisen, Holz und Stahl, Eisen, Menschen. Nee, Menschen braucht man noch nicht mehr. Ich habe mal wieder alles vergessen. Holz, Steine, Eisen. Eisen oder Stahl? Sicher Eisen? Erwarten neue Horizonte. Eisen? Ich glaube, er erzählt mir hier gerade was etwas Beklopptes. Es ist auf jeden Fall mal ein Baumaterial. Hier gibt es doch gar kein Eisen. Was erzählen Sie mir hier? Ja, Stahlträger. 10 Holzbretter, 8 Stahl. Jetzt kommen endlich Leute rein, die es wissen. Danke an Doc Fumantio. Vielen Dank. Danke dir. Ob wir eine Produktionskette für Menschen haben, haben wir. Ja, ja. Den Leuten geht es gut, es gibt genug Nahrung. Dann werden wie in jedem anderen Aufbauspiel hier auch durch Nahrungsüberschüsse und Zufriedenheit entstehen neue Bürger. Das ist bei Anno wie bei jedem anderen Spiel auch. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, du mich auch. Wir lassen uns alle gegenseitig hochleben. Alles okay. Jetzt warten wir nur, bis das Schiff fertig ist. Hier vorne entsteht es. Dauert nicht mehr lange. Und sobald es fertig ist, gleiten wir rüber zum Zielort. Sodele. Sodele, Sodele, Sodele. Anno 1800. Und wir haben mittlerweile ein Schiffchen. Ein Luftschiffchen haben wir. Das müsste da sein. Es gab eine kleinere Bildschirmpause beim Stream. In der Zwischenzeit wurde im Hintergrund gearbeitet. Das ist ja immer so, wenn ich weg bin, arbeiten die Leute erst. In meiner Gegenwart nicht. Warum, weiß ich nicht. Schauen wir uns das mal kurz aus der Nähe an. Das ist unser Luftschiff Hangar. Und hier müsste eigentlich hier rechts jetzt unser Luftschiff am Himmel hängen und die Wolken kitzeln. Es ist noch nicht fertig. Nein, das Linienschiff ist fertig. Das Linienschiff hatten wir wo gebaut? Hier. Hier hatten wir das Linienschiff gebaut, ne? Das fährt jetzt, glaube ich, rüber und ist jetzt hier irgendwo. Hier ist irgendwo ein Linienschiff. Gott, Stern des Süde 2. Was denn das für ein Name? Stern des Süde 2. Bin ich der Einzige, der den Namen etwas komisch findet? Also ich schon. Soll man den umbenennen? Benennen den mal um. Irgendetwas, was allen Leuten klar macht, das ist was ganz Seltenes. Was Rares und was Kostbares. Etwas, das man fast nie sonst sieht. Ich weiß, wie wir es nennen. Taschengeld. Dafür passt die Beschreibung perfekt. Das ist Taschengeld hier vorne. Aber wo ist denn unser Linienschiff? Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, du mich auch. Schiff vom Stapel. Wo ist denn unser Linienschiff? Hatten wir das nicht hier gebaut? Nein, wir hatten das in der alten Welt gebaut. In der Heimat. Da ist das. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Viper 2. Das ist doch kein Name, Leute. Viper 2 ist kein Name. Ehre, der fliegende Bull, WB Gold. Wie soll unser Piratenschiff heißen? Erstmal, so sieht's aus. Erstes Mal, dass wir jetzt auch nicht nur darüber reden, sondern ihn auch nutzen in neuen Kosmetik-DLC. Für Anno 1800, die Knochenkrake. Achtung. Drei, zwei, eins. Kurs setzen! Ach, wie schade. Ich sag's immer wieder gerne. Auch bei der Gelegenheit. Ich finde das so schade. Gerade bei meinem Kosmetik-DLC. Wenn solche 3D-Modelle ausgeliefert werden in Rot-Grün. Ich glaube 10%, glaube ich, aller Menschen in Deutschland. Oder waren es 5%. Auf jeden Fall richtig viele haben eine Farbschwäche. Und die meisten davon Rot-Grün-Schwäche. Und das muss da echt nicht sein. Bei einem Kosmetik-DLC, es sieht wunderschön aus. Also ich will nur jetzt nur mal kurz anführen, das ist nicht klug mitgedacht. Also
kann man die... Ja, okay, das ist auch rot-grün, aber wenn es im Rahmen eines Kosmetik-DLCs ausgeliefert wird, dann hätte ich gerne andere Farben. Hier vorne ist das Schiff. Sieht schick aus. Segel setzen! Ja, setz die Segel. Wir brauchen einen anderen Namen aber dafür, bitte. Wie soll man es nennen? Wie heißt das Schiff? Wie heißt unser Piratenschiff? Battle Bull. Jolly Roger. Es ist ein Piratenschiff. Piratenschiff heißt noch nicht Flotte Forelle. Gnub. Klabautermann. Ja. Das geht. Der fliegende Holländer. Obwohl, dann ist das das Schiff von Toten bemannt. Und von Skeletten. Klabauterbull. Ja. Wer hatte die Idee? Es war Unartiger. Blumenlos im Chat. Für DR2 hatten die Idee. Für Dare Alberzi oder The Real Berzi. Und für den Unartigen, bitte. Eine Idee für den letzten DLC, meinte Akira. Für den letzten Kosmetik-DLC, ich habe keine Ahnung. Es ist nur ein Kosmetik-DLC. Also der führt nicht in eine neue Region auch. So, und den Klabauter Bull schicken wir jetzt rüber nach... Dingenskirchen. In die andere Welt halt. Die wir noch nicht besiedelt haben. Wie ist nochmal das in der Nähe? Die Blüten sind, glaube ich, in der Nähe, ne? Die goldenen Blüten, die waren, glaube ich, in der Nähe von der Insel, die wir jetzt besiedeln werden. Hier sind wir wieder. Da ist das Luftschiff. Warte auf Befehle. Himmelsboote. Auch ein Namen für unser Piratenschiff. Och, sieht das schick aus. Schau mal, wie hübsch der aussieht. Bildhübsch. Wieselflink. Jetzt weiß ich, warum der Kolibri heißt. Wegen dem spitzen Schnabel vorne. Der ist ja bildschön. Zauberhaft. Fliegende Kartoffel? Was? Himmelsbulle. Nee, das ist so ein kleines. Flying Skull Bull. Skull Bull. The Flying Bull. Also der ist klein. Bulle ist groß und mächtig. Das ist eher... Ja, Deutsch-Englisch. Hochlebe Deutsch-Englisch. Das ist Flying Kalb. Ja? Also, wir wollen hier... Ne? Wir sprechen Denglisch hier. Das ist das Flying Kalb. Jeder weiß sofort, worum es geht. Und zugleich glaubt niemand, dass ein Schiff wirklich so heißt. Das heißt, dadurch hat es auch so einen gewissen Inkognito-Faktor hier. Das Flying Kalb hier. Bulibri. Wunderschöner Name. Ich bin überzeugt. Bulibri. Ja. Wer hat es geschrieben? Rind Corano, natürlich. So. Bulibri. Sehr hübsch. Sehr hübscher Name. So, und damit können wir jetzt eine Insel besiedeln. Wir brauchen Holz und Bretter und Stahl. Motoren anwerfen. Ja, tu mal bitte. Einmal hier vorne hin, bitte. Darf ich euch mal kurz was zwischendurch spoilern? Soll ich das jetzt verraten? Ich hatte es, glaube ich, schon mal angedeutet. Naja, wenn wir mal eine Lehrpause haben, erzähle euch das. Da freue ich mich wie Bolle drüber. Danke an ein ganz tolles Event, das wir demnächst haben im Herbst. Freue ich mich wie Tier drüber. Elydia, gerade für Aufbaufans, eine ganz tolle Sache, die ich mit Entwickler und Publisher ausgebrütet habe. Eine super coole Sache für unsere Community auch. Elydia, Spiel darf ich noch nicht nennen, aber ich darf erzählen so grob, worum es geht. Elydia, vielen Dank fürs 45. Abo. Und Onkel Kribu, Grüße an Niederrhein. Danke dir fürs 14. Abo und Elydia fürs 45. Oceana fürs 5. Danke nochmal. Jetzt einmal beladen, bitte. Mit... Brettern und mit... Brauchen wir überhaupt so viel Stahl? Ach, die haben... Ah, nee, das sind Aluminiumprofile. Wer weiß, ob die überhaupt Stahl haben. Ein bisschen.
Dann nehmen wir 30 mit und jede Menge Holz. Und dann fliegen wir hier hin zur unbesiedelten Insel. Die müssen wir umbenennen. Ganz im Ernst. Also das enttäuscht mich gerade menschlich von den Entwicklern von Anno 1800. Die geben den Inseln ja immer so Fantasienamen. Die haben so einen Pool von Namen, die werden automatisch gezogen. Und warum eine Insel... Ich würde unbesiedelte Inseln nicht in den Pool reinnehmen, der Name. Setz das Ding in Bewegung. Ich finde, das ist unter dem Niveau, das die üblicherweise haben. Ich würde die Insel nicht unbesiedelte Insel nennen. Finde ich uncool. Sobald wir die Insel besiedelt haben, nennen wir die um. Einverstanden? Weil das ist wirklich ein Schandfleck. Das ist ein Namensschandfleck. Das geht gar nicht. Wie hässlich. Was kommt als nächstes? Bielefeld? Hallo, wie viel FPS ich habe? Gerade habe ich 29, Soul. Es kommen noch andere Namensvorschläge rein. Einer hässlicher als der andere. Bullefeld. Ihr könnt da schon Inselnamen überlegen, meine Lieben. Wie sollen wir die Inseln nennen nach der Besiedlung? Unbesiedelte Insel, die müssen wir schnellstmöglich umbenennen. Und das ist das der einzige Strand, an dem man hier siedeln kann. Hier ginge auch. Hier vorne ginge auch. Wir haben 4 Strände, wo wir das Konto hinsetzen wollen. Und wir nehmen den verstecktesten. Da, wo keiner uns findet. Hier am äußersten Rand der Karte, hier vorne. Keiner kommt auf die Idee. Wenn hier ein Kontor ist, sieht das keiner. Schaut mal links am Kartenrand. Oh Gott. Das ist genau gegenüber von El Puerto und Isabel Sarmento. Ja? Genau bei ihr um die Ecke. Sie weiß das. Sie ist unsere gute Freundin. Sie weiß das. Sonst weiß das keiner. Geht's noch versteckter? Ich glaube nicht, ne? Schatzinsel. Sollen wir die Insel Schatzinsel nennen? Namensvorschläge bitte. Wir siedeln hier am Hang, da wo niemand vorbeikommt, so ganz versteckt hier vorne. Befehle erhalten. Hier vorne, am äußersten Rand. Hier siedeln wir. Ganz versteckt. Einfalls... Pindinsel, Bulturga, wie Tortuga. Bulturga liegt im Schatzi-Insel. Wie süß. Nein, wir sind Piraten. Wir können die Insel nicht Schatzi-Insel nennen. Kalfsnest. Also im Augenblick liegt Bulturga vorne, eindeutig. Bulls Riff geht auch, ja. Red Space schreibt perfekt. Nein, das ist kein guter Vorschlag. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Bulturga können wir machen. Einmal siedeln hier bitte. 10 Bretter, 8 Stahlträger, 20 Einfluss, 2500 Ocken einmal bauen. Sehr schön. Gibt es ja eigentlich auch verschiedene. Schade, gibt es nicht. Das hätte ich hübsch gefunden, wenn es hier auch verschiedene Skins gegeben hätte. Und jetzt machen wir. Guck mal, wie die Insel heißt: Arrecife Carbon. Bulturga, ne? Bullbone Island. Sehr schön. Blue Sky, Dragon. Bullbones. Oder einfach nur Bullbones. Ja? Bullenknochen. Bullbones. Einmal hier. Bullbones. Santo Bulino ginge auch. Einmal Bullbones. Und jetzt machen wir eine Handelsroute, eine geheime Schmuggelroute und bringen hier ein paar Waren hin, auf Vorrat. Neutralen Auftrieb erreicht. Immer von der nächstgelegenen Insel. Haben wir hier vorne? Hier holen wir mal ein paar Dinge ab hier. Hier machen wir gleich Schmuggel. Das wird hier vorne gebaut. Und jetzt überlegen wir uns mal, wo wir die Siedlung gründen. Und die muss ganz versteckt sein in der Inselmitte. Niemand darf die von außen sehen. Hier schlängelt es sich lang, hier oben hoch. Wie wäre es mit der Insel in der Mitte? Hier vorne.
Kontor Marktplatz, hier so hin, und wenige Leute, die hier arbeiten. Wir haben ein paar Freiwillige schon aus aller Welt. 200 Journaleros, die ja undercover schon mal sind. Obreros auch und Artista. Die kommen rein, nur weil wir einen spieltechnischen Bonus freigeschaltet haben. Oh, wie cool! Akira Nagasaki berichtet, der Arrecife Carbon gäbe es wirklich und hieße auf Spanisch Arrecife Carbon. Und würde auf Deutsch heißen das Kohleriff. Okay. Und jetzt dort vorne siedeln wir hin. Und wir brauchen Materialien, Bretter, Stadt. Einmal einen Marktplatz, bitte. Hier in die Mitte. Schöne Musik. Oh Gott, man sieht nichts hier. Da kommt der Marktplatz hin. Jetzt brauchen wir, damit wir überhaupt irgendwas bauen können, eine ellenlange Straße hier rüber, die leider auch die Bretter gleich aufbraucht. Das heißt, wir sollten möglichst schnell auch entweder immer mit dem Schiff hektisch hin und her ziehen. Und immer Bretter holen oder selber eine Bretterproduktion vor Ort anschmeißen. Oh Gott, die haben kaum noch Bretter hier. Wir nehmen denen alles weg, was die haben. Einmal nach Bulbons, bitte. Motoren anwerfen! Davon. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon so viel Holz haben, dass wir eine Straße mit Holzbrücken raufziehen können. Fällt weg. Ein geheimer Feldweg. Immer am Rand lang. Ganz geheimnisvoll. Schade, dass man noch nicht diagonal bauen kann. Glaubt ihr, dass man bei Anno 117 Pax Romana diagonal bauen kann? Was glaubt ihr? Es gab ja mal so einen Pseudo-Screenshot. Da konnte man sehen, dass da mal eine diagonale Straße war. Das könnte allerdings auch ein früher Konzept-Screenshot gewesen sein. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Leak gewesen sein. Um mich mal aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube ja. Aber ich weiß nicht, ob auf welchem der... Die Römer haben ja Planstädte gebaut. Ob das eine Planstadt ist, diagonal zu bauen? Oder ob das eher was ist für Albion? Das ist die Frage. Also ich glaube ja. Rin Corano meint, es wird gehen, aber ich möchte es nicht machen. Wir müssen hier oben hin. Hier kommt die Brücke hin. Kommt man hier rüber? Nein. Hier kann man rüber, ne? Eine Brücke. Sehr schön. Und die Wege und das andere, das darf vom Ufer aus nicht gesehen werden. Deshalb schlängeln wir uns hier so lang. Am Wasserfall. Zu Füßen des Wasserfalls vorbei und da oben hin. Brücke war da hinten. Und am Ufer, Teile des Ufers auch lang her. Hier kann man uns, glaube ich, nicht mehr sehen. Na, lieber noch noch ein bisschen weiter hier am Ufer lang. Hier so lang. Und da hinten müssen wir hin. Geheime Pfade führen dorthin. Da kommen wir an. Ja, ich weiß, das ist nicht der direkte Weg, aber wir dürfen kein Risiko einsehen, dass man uns erwischt. Naja, landen irgendwelche Touristen hier. So Abenteuertouristen. Also keine Pauschaltouristen, Abenteuertouristen. Die dann da vorne landen, den Kantor per Zufall entdecken. Oder irgendwelche Aussteiger oder Surfer. Und dann, die müssen einen langen Weg haben bis zur Insel, damit die ermüdet abbrechen. Also bis zu unserem Marktplatz hier. Einmal so. Richtig geheim. Oh, aber von hier aus kann man die Brücke sehen. Das ist dann nicht mehr geheim, ne? Okay. Einmal Abriss, bitte.
Das erste, was die Piraten machen, Bäume pflanzen. Nicht, weil die so naturlieb sind, sondern es muss gut versteckt sein hier. Wir gehen mal ins Baumpflanzmenü rein. Niemand darf das sehen hier. Nachpflanzen, ja. Nachpflanzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einmal nachpflanzen. Regenwald. Und irgendwie, also die Touristen würden eventuell sogar in Zitrusfrüchte klauen gehen. Kokosplantagen, Kampfer, nein. Palmen-Urwaldbäume, die sind schön dicht. Palmen gerne so am Ufer hier so ein bisschen. Je mehr, desto besser. Hier, alles voll machen mit Palmen hier. Aber wenn es an das Ufer, wenn es hier an den Fluss rangeht, dann lieber Urwaldbäume hier. Niemand darf uns sehen. Oh, da ist ja schon alles nicht besiedelt. Dann müssen wir ein paar Bäume wegmachen und neue pflanzen, damit das niemand sieht hier. Im Ernst. Das ist mir alles viel zu riskant hier. Wir entwalden die Insel, um danach neu zu pflanzen. Keine Palmen. Das muss abschreckend wirken. Da, wo Urwaldbäume sind, sind doch eher Riesenschlangen zum Beispiel, oder? Ich glaube ja. Das schreckt die Leute ab. Da haben sie Angst. Hier Urwaldbäume. Vielleicht ein paar einzelne Kokosbäumchen, damit die Leute, die den Weg langlaufen, dann später noch irgendwie ein paar Kokosnüsse sich holen können. Aber nur weniger. Ein paar weniger hier. Am Ufer so verteilt. Da kann man quasi, da muss man keine Butterbrote und Sandwiches sich machen für die Wanderung. Da kann man einfach die Palme raufklettern und sich ein bisschen was holen. Aber nicht zu viele. Sonst werden nur die Aussteiger angelockt hier. Ein paar wenige. Und es soll auch gut riechen, weil die, ganz im Ernst, also das ist jetzt kein gemeines Klischee, aber ich glaube nicht, dass Piraten gut riechen. Die können sich ja noch nicht mal gegenseitig gut riechen. Wahrscheinlich haben die ständig Schlägereien. Ich glaube nicht, dass die sehr reinlich sind, dass die täglich ein Bad oder eine Dusche nehmen. Deshalb brauchen die Kampfer. Die müssen gut riechen. Hin und wieder so ein Kampferbaum, damit die so ein bisschen Wohlduft annehmen. So ein paar weniger hier. Ja? Nicht viele, nur so ein paar. Ein paar weniger. Wird noch nicht mal angenommen hier. Da werden ein paar angenommen. Okay. Dann ziehen wir. Und jetzt und die Urwaldbäume den Rest bitte. Ja? Das sollte doch reichen. Niemand soll vom Wasser aus uns sehen können. Okay? Alles hier. Da kommt die Siedlung rein. Die muss gut getarnt sein. So, und jetzt rüber mit der Straße. Zum Marktplatz. Der war... Hallo? Hier vorne. Mal hier rüber, bitte. Und jetzt wechseln wir von dem Ufer einmal quer durch. Oder wir bauen... Glaubt ihr, die werden so sehr gerade bauen? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich glaube, die bauen nicht gerade. Wir bauen mal ein paar wenige Sachen, die man braucht für die ersten Städte. Feuerwehren? Nein, oder? Braucht ein Piraten, ich frage euch mal schnell, brauchen Piraten Feuerwehren? Kurze Frage im Chat, brauchen Piraten Feuerwehren? Also eine Polizei baue ich nicht. Egal was passiert, auf einer Pirateninsel baue ich keine Polizei. Ohne Feuerwehr, genau, ohne Feuerwehr. Stattdessen setzen wir nur Krankenhäuser. Die sind ständig, die trinken so viel Alkohol, da stirbt jede Bazille. Auch keine Krankenhäuser. Um Gottes Willen. Und Strom auch nicht. Hacienda auch nicht.
Machen wir auch nicht. Post auch nicht. Naja, müssen wir auch noch Post mit auch noch Piratenbriefmarken drucken. Nein, danke. Machen wir alles nicht. So, wir waren hier vorne. Hier geht's rüber. Jetzt bauen wir mal ein bisschen schief und krumm ein paar Häuschen hin. Das heißt, das Einzige, was sind nochmal die ersten öffentlichen Dienstsachen? Boxkampfarena, ja, Kapelle. Ich glaube, ein paar Piraten sind schon gläubige Menschen. Vielleicht war sogar Jesus Christus, unser Erlöser, ein Pirat. Vielleicht sogar der Erste. Vielleicht hatte er sogar 12 Piraten, die ihm dienten und ihm bisweilen die Füße wuschen oder er ihnen. Was glaubt ihr? War Jesus ein Pirat? Glaubt ihr, dass Jesus ein Pirat war? Haltet ihr das für möglich? Also wenn, dann ist die aber also ein bisschen entlegener hier. Einmal hier. Was habe ich gemacht? Falschen Shortcut erwischt. Einmal hier. Ich wollte die drehen. Einmal hier ist der Eingang. Boxkampfarena brauchen wir auch. Das ist schon wichtiger. Direkt gegenüber. Ich versuche immer mit RV Rotate zu drehen, weil es bei 90% aller Spielen so ist. Gucken wir mal, können wir auch nicht nur im Blaupausenmodus bauen, weil es uns an Holz und Steinen fehlt. Aber schon mal markiert. Warte auf Befehle. Wir setzen mal ein paar Häuschen, damit die. Oder wir bauen das Kontor aus. Mal gucken, ob das geht. Wir sind bereit. Einmal ausbauen. Eine Stufe ausbauen geht auch nicht Steine fehlen. Okay. Dann bauen wir schnell ein paar Häuschen hier drumherum. Schief und krumm. Erste Häuschen bitte. Einmal Straßenverbindung aller Orten. Wir müssen jetzt auch ganz schnell Richtung Landes rüberbauen, Richtung Kontor, sonst bricht uns hier alles zusammen. Ist die Straßenverbindung da, weil sonst sind sie gleich wieder Geschichte hier. Ach, wie nett! Jet to Space schreibt, irgendwie habe ich das Gefühl, bei der Anno-Musik kann ich mich an jeden einzelnen unserer vielen Streams erinnern. Du bist echt ein Romantiker. Hallo Chaos Tiger, hallo alle anderen, hallo Chris, danke fürs erste Abo. Blumen aus dem Chat für Chris, eben noch nicht bekommen. Chris 2052. Blumenalarm. Bitte Piratenblumen für den neuen Mitpiraten-Chris. Ja, und eine Augenklappe bitte für Chris reichen. So, jetzt können wir das Holz, glaube ich, auch komplett ablegen. Geht noch nicht ganz. Wir gucken mal. Wir haben ja genug Arbeitskräfte, dass wir selber ja auch anfangen, Holzwirtschaft zu betreiben. Und das machen wir wo? Entlegen. Hier entsteht die Stadt. Sollen wir hier ein bisschen Holzwirtschaft, das ist zu wenig Platz. Hier könnten wir Holzwirtschaft betreiben. Das Öl holen wir uns eh nicht. Das wäre eine Option. Das sieht uns keiner. Hier vorne ging auch. Hier so versteckt hier drin. Dann müssen wir allerdings noch einmal eine Straße rüberziehen mit einer Brücke. Weil hier gibt es die besten Bäume. Glaube ich.
Ja, deshalb bauen wir auch die Brücke, weil es gibt nichts über das Holz der Bäume, die hier oben wachsen. Avimenos? Nein. Doch. Oh, danke. Cenavus verschenkt. Wow, Jubiläum. Ich sehe gerade eine runde Zahl an Abos hier verschenkt. 100 jetzt mittlerweile schon. Ganz liebe Grüße an Avimenos. Das waren 91 bis 100. Beschenkt wurden Rubbel die Katz, Captain Arand, Lifetaker, Skalada, Rivaya, Junhorn, Cyberwave, Riese, Landstoker und Skillreaper. Glückwunsch von uns allen und vor allem Dankeschön von mir für dieses coole Jubiläum an Avimenos. Danke dir. Salutschüssel? Wolltet ihr gerade Salatschüsseln machen an Avimenos? Nein. Oh, ich habe mich verlesen. Er wollte wirklich Salutschüsse geben. Ich dachte, ihr wolltet ihm 10 Salatschüsseln geben. Einmal hier oben rauf und dann machen wir da oben Bäume abpacken, bitte. Aber vorsichtig. Und Materialien, Bretter, Holz für Leute. Davon von draußen nicht gesehen werden. Einmal hier. Dann noch ein Lagerhaus, bitte. Ich wollte schon wieder RV Rotate machen. 3 Monate nicht gespielt und schon denke ich, Anno sei ein Aufbauspiel wie alle anderen auch. Ich will nicht wissen, wie oft ich das heute noch mache. Zweimal Holz, jetzt dazu passen noch 2 Sägewerke, bitte. Nein. Nein, Daniel! Ich hab schon wieder R wie... Ich hab sogar nachgedacht. Welche Taste war es nochmal? Ach ja, R. Nein! Es ist nicht R wie rotieren. Bei jedem anderen Spiel. Hier nicht. Gott, das Spiel macht mich fertig. Kann ich das... Komm, mal gucken, ob ich den Shortcut bedienen kann. Jetzt... Keine Anbindung an den Hafen. Was habe ich getan? Das war knapp. Puh, das war knapp. So, jetzt 2 Sägewerke, bitte. Mit Punkt und mit Komma kann man drehen. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Jetzt haben wir es. Avo, danke fürs Abo, für 47. Danke an Avo. Schönen guten Abend hier. Sollen wir das mal ändern? Uns RV Rotate einstellen? Häuser drehen. Punkt und Komma. Gebäude nach links drehen, Gebäude nach rechts drehen. Ja, andererseits... Ach komm, wird schon klappen. Also ich weiß, außerdem unterhält es euch auf meine Kosten. So, jetzt produzieren wir hier vorne Bretter. Wir müssen noch Steine holen. Wo ist unser Schiffchen? Da hinten. Ja, Steine holen wir jetzt mal ab. Hier vorne sind da einige, die können wir holen. Oder wir holen uns welche in Manola. Da gibt es genug. Höhenruder einstellen. Bulibri fliegt rüber in irrem Tempo. Das zweite Sägewerk hatte keine Straße. Wollen wir uns das mal angucken? Tatsächlich, danke dir. Das ist jetzt ein bisschen ulkig, was ich mache. Schaut mal hier.
weil diese beiden Felder reichen aus. Dann bringt die Kutsche hier immer alles rüber. Viele Leute denken, es müssten alle Gebäude mit dem Kontor verbunden sein. Tatsächlich müssen alle Produktionsgebäude nur verbunden sein mit einem Lagerhaus. Die Lagerhäuser müssen dann mit dem Kontor verbunden sein. Die Dienstleistungsgebäude müssen, glaube ich, auch verbunden sein mit dem Kontor, Marktplatz und Co. Aber die Produktionsgebäude eigentlich nicht. So, was brauchen unsere Leute als nächstes? Rum wahrscheinlich. Es ist eine Pirateninsel. Ist das Luftschiff schon da? Ja, es ist schon da. Schau mal, ob wir die ersten Sachen ihnen bringen können. Das ist ein feiner Zugriff. Gebackene Bananchen und Ponchos. Später noch Rum. Gibt es hier auch Zucker auf der Insel? Kein Zucker. Sollen wir den Leuten den Rum komplett bringen oder sollen wir ihn Zucker bringen? Ich bin dafür, die bekommen den Rum geliefert. Wahrscheinlich durch Brandschatzereien. Wir schicken den hier einfach immer Rum rüber. Zu Beginn einmal manuell und später automatisch. Ja? Rum und leichte Mädchen, schreibt Solitude. Echt? Warum denn keine schwere Mädchen? Das ist jetzt echt wieder, also ganz im Ernst, das ist Bodyshaming. Ich finde, man könnte ihnen auch schwere Mädchen schicken. Oder leichte Jungs und schwere Jungs. Oder was auch immer. Aber zu schwer dürfen sie nicht sein, weil unser Luftschiff ist nur ein Kolibri, ein Bulibri und der darf nicht zu viel transportieren halt, ne? Ja. Steine wollten wir noch mitnehmen. Und wir könnten schon mal die ersten Bananchen rüberbringen. Und später produzieren wir die. Einmal hier vorne hin, bitte. Da kommen wir gleich an. Und hier oben können wir dann gleich auch für Bananen sorgen, für Ponchos. Und so sieht unsere kleine, prosperierende Siedlung schon mal auf den ersten Blick aus. Wer würde von euch gerne hier leben? In unserem kleinen Piratencamp. Können wir das hier schon bauen? Haben wir da schon alles für? Nee, ne? Da fehlt die Steine, die kommen jetzt an. Deshalb ist die Boxkampfarena noch ausgegraut. Ausgeblaut. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Schöner Anblick. Und weiter mit Anno 1800 und mit der Piratenbucht. Und hier vorne ist zwar nicht die Piratenbucht, sondern die Piratensiedlung, aber um die Ecke liegt auch eine Piratenbucht. Stilvoll für den neuen Kosmetik-DLC versuchen wir, eine schöne Piratensiedlung zuerst zu bauen und dann die Items dort reinzusetzen. Gut versteckt in den Bäumen. Hier innen drin. Haben wir mittlerweile weitere Baustoffe. Wir schauen mal, wo unser Kolibri ist. Ist mittlerweile angekommen. Gebackene Bananen raus, Ziegel raus. Und einmal rüber und hier vorne noch mehr abgeholt wieder. Wir haben eine Flugroute. Der Bulibri, nicht der Kolibri. Und hier fahren tatsächlich neutrale Händler uns an. Wir auch besitzen könnten. Wollen Handel mit uns treiben. Wir könnten Handel treiben. Wir könnten Isabel Sarmento erlauben, uns Dinge zu verkaufen. Wisst ihr was? Wir bauen einmal das Kontor aus. Und dann erlauben wir ihr. Sollen wir Rum einkaufen? Kaufen wir Piraten? Verkaufen wir? Kaufen wir? Piraten kaufen doch nicht, ne? Baumaterialien vielleicht. Sollen wir Steine einkaufen? Wir sagen mal, wir erlauben den Einkauf von Steinen. Isabel Sarmento. Die Freiheitskämpferin um die Ecke, die ist uns auch sympathisch. Und das sollte auch noch die... Noch mal drüber schauen? Ja. Oh, habe ich eben eine Zeitung verpasst? Nee, ne? Einmal schnell lektorieren. Ich mache mal das wie immer hier. Manchmal ist weniger mehr. Boah, ich hatte nicht mehr genau im Kopf. Hatten wir immer die 30% weniger Bedürfnisse genommen oder die 20%? Ich glaube, so hatten wir es gemacht und dann hatten wir noch gesagt, dass wir bei der Zufriedenheit, da hatten wir, glaube ich, die 10 geholt oder die 15, wir machen das Maximum. Wir haben so viel Konsum mittlerweile auf Vorrat. Alles, was es gibt an mehr Geld, an weniger Bedürfnissen und an mehr Zufriedenheit.
Krokossa, vielen Dank fürs 31. Abo an dich hier. Wir haben an Einfluss gewonnen. Und mal wieder Dankeschön an Silver S., der sich auch auf Samtpfoten einem irren Rekord hier nähert. Vielen Dank für 10 verschenkte Abos an Silver S., an eine Explosion erschüttert eine an Tor, an Gittimboa, an Krier, an Rog, an Mire, an Rasgris, an Apylton, an Erik Apylton, an Erik, an Isa Sepp und an Tannenholz. Vielen Dank an Silver S. Riesen Dankeschön, mal wieder sehr großzügig. Danke für die sehr kontinuierliche Unterstützung von dir, danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Gerade samstags kommst du, glaube ich, bei Anno gerne vorbei, ne? Ponyhof gab es ein Problem. Ponyhof ist, glaube ich, hier. Und da ist Ponyhof. Und hier ist eben was eben explodiert. Hier hatten wir mit einem anderen Kosmetik jetzt hier eine mittelalterliche Stadt aufgebaut. Und hier ist etwas in die Luft. Es brennt. Da muss man doch was tun, Leute. Es brennt. Wo ist die Feuerwehr? Ist da eine Feuerwehr? Ist da eine Feuerwehr vor Ort? Haben wir hier wirklich keine? Die Bürger haben welche? Hier vorne nicht? Na, okay. Das überzeugt mich, da muss ich was tun. Also das ist jetzt für meine Verhältnisse gerade etwas sehr krass hier. Ja, also da kommen ja gleich Feuerwehrleute hin. Hier müssen wir noch nachhelfen. Da hinten explodiert eine Schnapsbrennerei und Rübenfans fängt sie an zu brennen. Was? Wie ruft man immer die Ruinen auf? Mit J, glaube ich, ne? Ja, mit J kommen wir von einer zur anderen. Gut, hier muss aber schnell mal Feuerwehrleute, bitte. Ich gehe mal schnell auf Maximalgeschwindigkeit, dann helfen die auch schneller. Ja? Falls ihr Probleme habt im Spiel, einfach die Geschwindigkeit hoch 3 machen, dann kann so ein Brand keine verheerenden Folgen haben. Einfach Pro-Gamer-Tipp von WB. Falls ihr irgendwo in einer Stadt, falls euch zum Beispiel die Nahrungsmittel ausgehen in einem Aufbauspiel, dann müsst ihr einfach schnell die Spielgeschwindigkeit raufstellen, damit mehr Nahrungsmittel produziert werden. Pro-Gamer-Tipp von WB hier. Gerne geschehen. Gerne. Einmal freiwillige Feuerwehr geht erst in einer Minute, kann man auch beschleunigen. Ich bin noch nicht zu geizig für Feuerwehren. Vielleicht zu verbohrt, zu borniert. Zu stur, zu kleinlich, aber doch nicht zu geizig. Das dauerte ewig in 3 Tage, wenn man normal weiter. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Alles repariert, Feuerwehr war da, es ist nichts passiert, sie können weitergehen. Alles schnell einmal durchreparieren hier. Gute Idee. Jettelface schlägt vor, ich sollte die Feuerwehr wieder abreißen. Soll ich das machen? Kurze Frage im Chat. Soll ich die Feuerwehr wieder abreißen? Bulibri hier vorne. So. Entschuldigung. Ich habe mich verschluckt. Ist das die Strafe des lieben Gottes dafür, dass ich die Feuerwehr abreißen wollte? Ja, Feuerwehr ist Hexenwerk. Meint Infinit hier. Erbeldämmerung, guter Vorschlag. Das Praktikalp hätte auch mit dem Feuer, mit dem Eimer Wasser helfen können. Wir bringen nochmal was Stein rüber. Und rum. Kurs halten! Das wird hier vorne weiter ausgebaut, bitte. Holz produzieren die selber. Wir haben den Joghurt-Kontor ausgebaut. Ziegelsteine kommen. Gibt es vor Ort Steinvorkommen? Keine.
Ponchos wollten wir herstellen. Die kann man ruhig importieren. Die kann man ruhig selber produzieren, statt importieren. Verbrauchsgüter, Ponchos. Eine Alpaka-Farm und eine Poncho-Weberei könnten reichen. Hier vorne hin? Am Ufer? Ja, ne? Oder noch eine ein Stück weiter. In dem Fluss? Noch eine Brücke? Ufernähe. Willst du uns zuschauen? Ja, 4 Weiden bitte. Einmal. Zweimal. Dreimal und 4-mal. Schön malerisch. Und wir haben ja Maisfruchtbarkeit auf der Insel. Ja. Das heißt, wir könnten sogar eine Maisfarm machen. Die müssen wir sowieso nachher machen. Glaubt ihr, sollen wir die Insel, die Piratensiedlung jemals verbessern? Von Janeros auf Obreros. Auf Obreros. Oder seid ihr der Meinung, das ist für Piraten nicht so wirklich das, was man erwartet? Oder sogar noch eine Bevölkerungsstufe weiter rauf. 3 Bevölkerungsstufen zur Auswahl hier. Sollen das alles Tagediebe bleiben? Journaleros? Oder sind die Piraten, weil die viele Schätze plündern, soll man denen auch erlauben dürfen, in Wohlstand zu leben? Dürfen die Obreros werden? Nein, so ein versnobtes Gesindel wollen wir ja nicht, meint Erpeldämmerung. Was meinen die anderen? Was meint ihr? Sollen wir oder sollen wir nicht? Das ist entscheidend, nämlich für die Frage, ob wir überhaupt für Mais sorgen oder nicht. Wohlstand, Wohlständler rauben wir aus. Wohlstand ist für Seeräuber, aber nicht für Piraten. Ja, wir sind doch beides. Seit wann haben Piraten eine Alpaka-Farm? Weil die Piraten oft traumatisiert sind. Die haben oft Gliedmaßen verloren bei ihren Überfällen, tragen Prothesen. Oder haben Augenlicht verloren, haben deshalb Augenklappen. Und deshalb brauchen die Alpakas für die Traumabewältigung. Denn Alpakas kann man gut kuscheln. Ja? Das ist wirklich, deshalb müssen wir sogar ein paar, auf die Pirateninsel sogar ein paar Alpakas mehr machen hier. Das ist eine Therapie hier. Im Ernst, wenn ihr Pirat wärt und ihr hättet was Schlimmes erlebt, also als ihr andere Menschen massakriert, ausgebeutet, vergewaltigt, beraubt, in die Ecke gebracht, tyrannisiert und terrorisiert habt und dabei versehentlich einen Finger verloren habt, dann hat euch das traumatisiert. Und damit ihr selber nach der Ausübung eurer Schurkenstaaten und euren kleinen Verletzungen, auch ein eingerissener Nagel kann in der Seele schmerzen, wieder zu 100% Leistungsfähigkeit und Freude kommt, braucht ihr Alpakas. Ja? Weil ich mir vorstellen könnte, so ein Alpaka, das klug ist, rennt vor einem Piraten weg. Aber Alpakas sind wirklich süß. Ganz süß. Ganz im Ernst. Alpakas sind so ziemlich die süßesten Tiere, die es gibt. Ja? Abgesehen natürlich vom Erdbeerkäfer. Der ist noch süßer. Also wenn man den isst, der schmilzt einem auf der Zunge. Aber Alpakas schmecken auch gut. So, das waren die Alpakas. Und dann wollten wir noch weitermachen. Oh, wir können die Boxkampfarena endlich bauen, oder? Die noch niemand will, aber die muss gebaut werden. Ohne Boxkampfarena läuft hier gar nichts. Rum brauchen wir. Und Ponchos natürlich. Wir werden die Alpaka farmen und jetzt brauchen wir noch. Einmal bitte. Eine Schneiderei für die Ponchos. Eine Weberei. Ist die groß. Hier hin. Arvi Rotate. Ich wollte schon wieder das Gebiet. Das ist der Running Gag. Wir könnten eine Kanalwette machen.
Wie oft drückte WB... Ich wollte schon wieder drücken. Wie oft drückte WB auf R wie Rotate heute? Nimmt zwar Platz weg, finde ich so aber irgendwie origineller. Einmal hier hin. Mittlere Maustaste geht auch, ja. Ich weiß. Also es ist lieb, dass du deinen Kommentar mit Ausrufezeichen verzierst. Aber ich weiß, ich habe das auch früher oft gemacht und erklärt. Zuletzt bin ich allerdings umgestiegen auf Punkt und auf Komma. Weil ich finde das irgendwie nobler. Das hat so ein irgendwie mittlere Maustaste kann jeder. Aber ich finde Punkt und Komma hat sowas Understatement-mäßiges. Weil es so ziemlich die kleinsten Satzzeichen sind bei mir auf der Tastatur. Aces, Races musste es googeln sogar, okay. Wenn die nicht erst etwas bringen. Ja, soll man den einmal ausbauen? Sehr ungerne. Als zweites Lagerhaus oder ausbauen. Was würdet ihr machen? Zweites Lagerhaus oder ausbauen? Es ist wirklich ein bisschen eng hier. Also wenn wir das ausbauen, dann brauchen wir erst einen Stein und zweitens sieht das dann so ein bisschen pompös aus. Ich würde lieber ein zweites kleines daneben stellen. Ich finde, die sind sonst zu protzmäßig hier. Bauen hier noch eins hin. Nein! Nein! Nicht R drücken! Nein! Aber das ist auch, ich bin Rechtshänder, rechte Hand an der Maus und die linke liegt da halt auf WASD, weil ich damit die Karte bewege. Was standardmäßig nicht geht, bei Anno ist normalerweise eingestellt, dass man nur über die Pfeiltasten bewegen kann. Und da habe ich die Tastatur schon verändert, dass ich über WASD machen kann. Aber deshalb klicke ich immer auf R, weil R daneben liegt, neben WASD. Das heißt, dann sollte ich eigentlich konsequenterweise auch R machen, ne? Ja, ne? Also wenn schon, denn schon. Wenn ich schon mit WASD arbeite, dann gönne ich mir das mal hier. Kann beide? Nein, man kann nur eins. Dann erlaube ich mir auch mit Punkt zu drehen. Dann geht beides. Okay? Ja genau, R ist im Augenblick eingestellt bei Ripplomatie. Ganz genau. Digga, ganz im Ernst, welches englische Wort gibt es denn in der englischen Originalsprache, ist auf Englisch entwickelt, trotz deutscher Übersetzer, das für Diplomatie steht? R wie Regierung. R wie Botschaften schicken. R wie Rieftauben abschicken. Ich weiß es nicht. So, ein zweites Lagerhaus hier vorne hin. Jetzt noch eine. Oh, jetzt funktioniert hier alles. Na toll. So, die Poncho-Weberei nach rechts umziehen und das auch. Nee, das nicht. Ach, es geht doch hier. Mit ein bisschen guten Willen geht das. Hier bauen wir jetzt andere Sachen. Das Schiff ist mittlerweile angekommen. Höhe stabil. Ja, das freut mich. Alles stabil. Wie ist die Lage? Alles okay. Einmal rum rein, dann kommen wir demnächst. Habt ihr euch entschieden, ob es Obreros gibt oder nicht, Leute? Silver S, vielen Dank. Auf Anraten und Beantworten wollte ich deine gute Arbeit loben. Dir hat das jemand angeraten, mich zu loben? Wer hat das denn gemacht? Also danke für die Relationships. Meint Time to Catch. Danke nochmal an Silver S. Das ist super klug. Time to Catch hat's. Relationships, Beziehungen. Sehr cool. Sehr klug. Und Tom meint, Reputation könnte auch sein. Die Menschen ja. Lassen sie hochleben. Die Menschen lassen Tom und Time to Catch hochleben. Ja.
Wieder von irgendwo irgendwas abholen. Einmal hier vorne hin. Befehle erhalten. Gott, ist der schnell. Kann man gar nicht hingucken. Habt ihr euch entschieden? Machen wir Obreros oder nicht? Die Obreros, da leben dann die Kapitäne in den Häusern. Sehr gute Idee von Doc Fimancio. Dafür brauchen wir allerdings noch mehr Leute, die hier leben. Eine Oberschicht kann es erst geben, wenn es genug Unterlinge gibt. Pontius, wir haben auch noch gar nicht nachgefragt. Wir müssen erst mehr Häuser bauen. Was haben wir eigentlich für ein Skill? Für ein Skin gewählt? Nein! Freibeuterbau. Es gibt ein extra Skin für Piratenhäuser. Ja, wie cool ist denn das? Nein! Oh Gott, wie zieht man die noch? Mit Shift-Taste und Pinsel, glaube ich, ne? Stempel. Wie zieht man nochmal ein Skin hin und her? Ich glaube, mit Shift-Taste und ziehen, ne? Nee, das war kopieren. Oder hat das gerade geklappt? Gott, wie macht man das nochmal? Ist das ein Stempel? Nee, Stempel ist einmal klonen. Wie verändert man nochmal ein Skin? Hier, der Pinsel. Pinsel. Shift-Taste gedrückt halten und dann ziehen. Oder Alt. Drücken, machen wir einmal Alt. Ein Skin auswählen hier, Linksklick. Dann hier drauf, Alt-Taste gedrückt halten, nochmal hier drauf, einmal aufziehen. Was mache ich falsch? Das ist der richtige Skin. Halten Sie Alt, während Sie einen Bereich auswählen, um alle ausgewählten Gebäude mit dem vorherigen Skin auszustatten. Ah, alles klar, Sir Weiß. Ach, alles klar. Ja, das habe ich. Ich habe den langen Kommentar eben nicht gelesen, jetzt verstehe ich. Lieben Dank nochmal an Silver S hier. Ist angekommen, vielen lieben Dank. Die Jugend von heute ist zu faul. Ich versuch's in Level Mans mit Shift. Mit Shift-Clip klappt's doch immer. Oh, jetzt war es gerade grün. Nochmal. Oh lala, es klappt. Nochmal. Alt-Taste. Sir Archibald Blake, womit kann ich dienen? Danke. Sehr freundlich. Man schenkt uns Piratenmünzen. Ich glaube, jetzt hat's geklappt. Na bitte, geht doch. Sieht gleich viel heimeliger aus als es im Chat. Einmal aus der Nähe gucken. Ich muss auf einem Gebäude starten. Ja, also Hauptsache es hat geklappt. Schau mal, das ist ein typisches Piratengebäude. Sieht aus, als würden die den ganzen Tag immer noch Party machen. Die da tanzen vor sich hin. Haben wir einen großen Anker vor dem Haus liegen? Klar, jeder Pirat hat einen Anker vor dem Haus liegen. Einen sehr großen. Kann man da raufklettern? Meint ihr, ich komme da hoch? Ich versuche mal die Leiter hochzuklettern. Nein. Da hinten ist eine Leiter. Ich sehe jemanden klettern. Da will ich hin. Hier war einer mit Leiter. Als wenn der... Oh lala. Zerfetzter. Piratenflaggen. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier rauskomme. Ein Pelikan. Pelikane finde ich immer sehr beeindruckend. Weil die so ungewöhnlich aussehen mit diesem, wie heißt nochmal? Oh Gott, wie heißt dieses Teil nochmal? Dieser
Schnabellappen, dieses Riesen, der Unterkiefer-Schnabel-Dingenskirchen, der ist so riesengroß. Damit können die, glaube ich, wie mit einem Kescher, können die Fische aus dem Wasser fangen. Wenn die einen großen Schwarm vor sich haben, mit dem einmal da durch hier. Pelikan, genau. Gibt es auch als Füller übrigens, den Pelikan. Einmal raufklettern. Ich kann nicht raufklettern. Ist das ein Schwein oder ein Alpaka? Was glaubt ihr? Braten die einen Alpaka oder ein Schwein? Ganz schnell. Was braten die? Ein Ferkel oder braten diese Ferkel einen Alpaka? Kehlsack, danke. Waldläufer, danke. Tofu, ja, ich weiß nicht. Tofu, ich glaube, das ist ein Schwein, ne? Also echt. Also wenn das Alpakas gewesen wären, hätte ich die echt als Schweine beschimpft. Sag mal, wenn die selber ein Schwein braten, grillen, sind die dann selber... Dann können die selber keine Schweine sein, ne? Weil sonst wäre das ja Kannibalismus. Oder wäre es Kannibalismus oder Kali-Schweinismus? Und wer ist überhaupt dieser Kali? Fragen über Fragen. Das ist auf jeden Fall ein Schwein. Sieht sehr hübsch aus. Einmal wieder raus. Einmal weitermachen, bitte. Und was wir als nächstes machen wollten, Schiffchen wieder gucken, Luftschiffe begucken. Und da ist es. Der Bulibri hier vorne. Stimmt, Schweine essen auch andere Schweine. Schweine fressen alles, das stimmt. Schweine sind Allesfresser. Ich glaube, wir Menschen allerdings im Prinzip auch. Wir könnten nochmal Steine mitnehmen. Wir brauchen Unmengen an Steinen. Okay. Können wir die alle unterbringen? Was brauchen wir demnächst? Wir nehmen nochmal Rum mit. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Das höre ich gerne. Einmal hier vorne hin, bitte. Wir haben eine Flugroute. Dann fliegen Sie los, bitte. So, und wir brauchen mehr Menschen, mehr Piraten, damit die überhaupt zu Kapitänen befördert und in Obrero-Häusern leben können. Und zwar einige mehr. Dann lass uns mal auch mal ein paar bauen hier. Aber weitere Häuschen hier. Und das Gleiche wie eben gilt immer noch. Wir wollen nicht, dass die von der Küste aus schnell entdeckt werden. Die liegen hier versteckt. Versteckte Piratensiedlung. Die Menschen lassen sie hochleben. Danke, ihr Menschen. Ein paar mehr, bitte. Okay. Die Menschen lassen sie hoch. Das ist sehr freundlich. Danke, ihr Menschen. Und jetzt haben wir... Sind die schon wieder in einem anderen Skin gebaut werden wollen, in einem Standard-Skin? Ja, ne? Jetzt müssen wir die wieder alle einmal aufziehen. Wir schauen mal, wie viele Leute gleich hier leben. Wir brauchen 200, damit wir die das Upgrade machen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Häuser. Wir bauen schon mal... Wir brauchen sowieso mehr. Wir bauen noch ein paar mehr. Thank you.
Straße hier lang, bitte? Und wir brauchen hier allerdings auch einen großen öffentlichen Platz und eine Schenke der Piraten, die wir bauen, mit Ornamenten. Dafür müssen wir ein bisschen Platz freihalten, ne? Könnten wir hier machen. Hier lassen wir Platz frei für eine Ohren, für irgendetwas ganz Dolles und Cooles. Ja? Suddle. Und ist langsam der Aufstieg möglich? Immer noch werden keine Ponchos nachgefragt. Einmal kurz gucken, wo unser Schiffchen ist. Einmal hier vorne hin, bitte. Jawohl. Raus mit den Steinen, raus mit dem Rum. Neue Vorräte holen. Setz das Ding in Bewegung. Ja, tu's bitte, unbedingt. Ich glaube, wir müssen in die Stadt. Ich will den Charakter der Stadt halt nicht verderben. Doch nur ein bisschen größer machen. Wir könnten auch noch eine Kleinstsiedlung machen, hier auf der Insel hier vorne. Nee, ja, die geht eher hier so runter, glaube ich. Hier so runter, ne? Da ist der Stadtkern gleich. Hier geht es noch ein Stückchen runter. Hier bauen wir noch ein paar mehr ein. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das höre ich gerne. Einmal versetzen, bitte. Bullbones ist jetzt eine, um Himmels Willen, eine anständige Kleinstadt. Was für ein sozialer Abstieg. Vorher waren wir ein verrufenes Piratennest. Jetzt sind wir eine anständige Kleinstadt. Schande, Leute. Die Pirateninsel, eine anständige Kleinbürgerstadt. Das ist ja grauenhaft. Der Scham treibt mir die Röte in die Wange, oder ist es der Alkohol? Das geht ja gar nicht. Wir laden nochmal alles rein, was wir kennen und bekommen können, an Rum. Was wollen die Leute sonst noch gleich? Tortillas brauchen sie gleich, auf jeden Fall. Und, was brauchen die Obreros nochmal sonst? Tortillas und? Was kommt gleich als erstes? Wer weiß es auswendig? Was brauchen die gleich früh außer Tortillas? Wer weiß es auswendig? Oh, da ploppt uns auf der Minimap eine Quest entgegen. Wir haben eine Flugroute. Ja, Ventilatoren, natürlich. Ja, Bananen brauchen die doch jetzt schon, oder? Die produzieren wir nur noch nicht, weil wir die nicht produzieren können. Wir haben keine Bananen hier. Genau, die bekommen die geliefert. Wie viel haben wir noch auf Vorrat hier? Genug. 40 Tonnen. 40 Tonnen gebackene Bananen sind da. Wie hoch ist die Produktion auf der Insel? Checken wir die Konsumgüter. Grüner Balken, mehr als blauer. Deshalb alles gut. Das wird beides geliefert. Rum landwirtschaftliche Produkte. Passt. Salpeter muss irgendwo ein Abfallprodukt sein von einem Betrieb. Das passt auch. Alles gut. Können wir langsam den Stufenaufstieg machen. Zufriedenheit noch nicht hoch genug, aber in Kürze. Fehlende Einwohner. Ein Einwohner fehlt in der Siedlung. Wie viele haben wir insgesamt? Ein Mensch fehlt hier. Hier will einer ausbauen. Ja, einer will hier nicht hinziehen. Weil immer noch zu wenig Ponchos. Skandal. Bananen konnten wir anbauen. Okay. Dann machen wir das auch Alpha.
Du würdest einziehen, Adiamu. Zieh ein, dann gibt's danach einen Stufenaufstieg. Ich mach dich sogar zum Kapitän. Ja? Ich mach dich sogar zum Kapitänsdiener, wenn du einziehst. Lässt ihn für am Ziel. Ich finde das schon cool, wie Jules Verne-mäßig die aussehen. Die haben echt ihre Fantasie laufen lassen. Wenn wir uns überlegen, was es bedeuten könnte für Anno 117. Ich wette, die lassen die bei den Römern und bei den Kelten auch die Fantasie laufen. Oder? Eine Sache frage ich mich noch, also wir sind uns ja sicher einig, dass in irgendeiner Weise Legionäre im Spiel sind. Weil man kann bei Anno 117 Pax Romana, man kann ein Spiel nicht machen ohne so solche ikonischen Figuren wie die Legionäre. Aber als was? Als Landeinheiten? Als Bevölkerungsgruppe? Über irgendein anderes Menü? Einmal Ankunft, einmal Ausladen bitte. Okay. Einmal wieder Dinge holen. Höhenruder einstellen. Einmal schauen gehen. Pardon, ob wir mittlerweile für Obreros sorgen können. Ja, es geht! Wir holen uns die ersten Jolleros auf die Insel. Kapitäne kann es jetzt geben hier. Sehr schön. Und Bananenfruchtbarkeit hatten wir tatsächlich. Dafür sorgen wir gleich. Ein Kapitänshaus direkt an der Box zwischen Boxkampfarena und Marktplatz. Hier vorne. Und Kirche. Das ist das Schickste. Erstmal machen wir alle anderen, damit ich das nicht vergesse. Ziehen wir einmal auf mit dem Pinsel. Einmal hier rüber. Hat das gerade geklappt? Ich denke das ja. Verwandeln die sich immer hin und zurück? Sind das die normalen? Kann es sein, dass wir im Augenblick aus mir rätselhaften Gründen immer eine Mischung haben von beider Art von Gebäuden? Mal die einen, mal die anderen? Oder ist das hier auch ein Piratenskin? Ist das Piraten- oder Normalskin hier? Einmal gucken, ja? Was glaubt ihr? Leben hier Piraten oder leben hier normale Menschen? Es lebt der Weihnachtsmann hier. Das Spiel veräppelt mich. Wieso lebt der Weihnachtsmann auf einer Pirateninsel? Was ist denn das für ein Stilbruch? Unfassbar. Und wieder ein Alpaka. Der führt seinen Alpaka spazieren. Das ist nicht zu fassen. Völlig seltsam. Das Schwein ist immer noch nicht durch. Und von unten durchsichtig, wie furchtbar. Ach, das ist schon halb aufgefressen. Ja, also jetzt der Teil, der jetzt Richtung Feuer zeigt, der ist noch nicht weggefressen. Aber das leckere Bauchfleisch als erstes. Menschen sind... Guck mal, was direkt neben dem Feuer ist. Schaut mal hier. Sprengstoff. Die lagern Sprengstoff neben dem Grill? Alarm! Alarm! Deshalb gibt es heute keinen, nicht mehr so viele Piraten. Die sind wegen Dummheit ausgestorben. Ist das ein Easter Egg? Ja, großes Badabum. Die Menschen lassen sie hoch. Piraten können das, ja, vielleicht. Und darunter ist ein Sarg, ganz genau. Witzig. Sehr witzig. Die ersten lachen böse im Chat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Obrero. Das war der hier vorne. Nee, den machen wir jetzt.
Am Obrero, bitte Achtung und... Einmal Stufenaufstieg und... Auf drei. Auf zwei. Auf eins. Auf... Hey! Seemann und Familie. Du wirst jetzt zu Kapitänen befördert. Schick. So sieht ein Kapitänshaus aus hier. Gibt's hier auch Piratenskins? Hier gibt's keine. Och nein, schaut mal. Wenn die zu Piraten, wenn wir die Piraten upgraden, erstens werden das dann Frauen, vorher waren es Männer, vorher waren es ältere Männer mit Bart und hoher Stirn und jetzt sind es junge Damen nach dem sozialen Aufstieg. Mit anderen Worten, die Entwickler, ich sag mal, ist das schon Gender-Propaganda? Dass die Entwickler das Weltbild verbreiten, dass ein sozialer Aufstieg bedeuten würde, dass man nicht mehr Mann ist, sondern Frau, nicht mehr alt ist, sondern jung und dass man wieder volle Haare hat. Ich glaube, das ist alle mögliche Arten von Diskriminierung, oder? Männerdiskriminierung, Altersdiskriminierung, hohe Stirnmenschendiskriminierung. Schande. Journaleros, tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Und so eine arrogante Socke, habt ihr die gehört? Heftig. Wie unsympathisch. Nein, Scherz beiseite. Das ist ja ein Obrero. Schade, dass es hier kein weiteres, keines Kind dafür gibt. Gibt es wirklich nur für die Kleinen hier. Da machen wir auch nicht so viele davon. Dann machen wir eins reicht, oder wenn man zwei von denen. Oder drei Häuser für die Reichen hier. Hier noch einmal und hier und das reicht. Und wir liefern denen auch keine Sachen hier. Das ist nur so ein paar reiche Häuser. Den hier noch. Vier Kapitänshäuser, das war's. Ja. Jetzt haben wir so viel gebaut. In unserer kleinen Piratenbucht, in unserer Insel. Aber Stichwort Piratenbucht, eines fehlt noch. Die Piratenornamente haben wir noch gar nicht gesetzt. All die vielen coolen, schönen Gebäude. Wir haben natürlich schon die coolen Schiffe gemacht. Wir müssen das Linienschiff uns gleich nochmal raussuchen. In unserem Piraten-Outfit. Die Häuser haben Piraten-Outfit hier bekommen. Wir haben eine Insel besiedelt. Aber wir haben noch kein einziges Ornament verbaut. Das müssen wir noch machen. Das machen wir jetzt. Ja? Als erstes halten wir mal Ausschau. Nach dem Linienschiff, das muss ja auch irgendwo sein, unser Piratenlinienschiff. Der Klabauterbull. Oh, da ist er. Bei der Insel Goldene Blüten. Haben wir eigentlich irgendwelche coolen Artefakte, die der an Bord nehmen könnte? Wenn dann auf Manola, oder? Wir schicken ihn einmal rüber nach Manola und schauen, ob wir da schöne Ornamente bekommen. Oder wir kaufen die ein. Wir schauen mal. Wir fragen erstmal bei Goldene Blüten, ist direkt hier um die Ecke von Isabel Sarmento. Wir schauen mal, ob wir hier vorne bei ihr. Vielleicht finden wir hier coole Ornamente, die uns helfen, damit der Klabauterbull ein besserer Kämpfer wird. Wir könnten hier Ölschiffe kaufen oder sind das Dampfschiffe? Dampfschiffe brauchen wir nicht. Und wie viel Uhr haben wir? Schaut mal hier. Uhrencheck? Stimmt. 22 Uhr, 13 Minuten. 12 Minuten, 13. Uhrencheck. Schaut bitte auf eure Uhr. Stimmt das oder soll ich an den Ziffern drehen? An den Zeigern drehen. Stimmt die Uhrzeit oder ist das ein Bug hier? Haben wir 22 Uhr und 12 Minuten? Ja, wow. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Eine Krankheit? Aber doch nicht bei unseren Piraten, oder? Die haben doch Alkohol. Bazillen sterben doch, wenn sie mit Alkohol in Berührung kommen. In Bullbones, eine Seuche. Nein, das ist keine Seuche, das ist ein Fest. Das ist ein Straßenfest, guckt mal. Über deren Häusern ist ein Totenkopfsymbol. Das kann nichts Schlimmes bedeuten. Unsere Pirateninsel. Ich glaube, die haben nur eine Feier einfach nur. Also ganz klar. Als Pirat hat man doch keine Angst, wenn ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen über dem Haus hin und her sich dreht. Und die grünen Dämpfe, da wird sicher gerade rumgebrannt oder selbstgebranntes gesoffen oder irgendwas in der Art. Ich glaube nicht, dass es eine Seuche ist. Glaubt ihr, dass es eine Seuche ist? Ganz schnell. Feedback aus dem Chat, Alkoholvergiftung. Ja, das könnte sein.
Ist das eine Seuche oder ist das ein Fest? Oder eine festliche Seuche? Was glaubt ihr, was es ist hier? War die Dynamitbox eventuell doch zu dicht dran am Grillschwein, heißt es. Das Schwein fängt an zu rauchen, das könnte es auch sein. Ein als Seuche getarntes Fest. Ein als Fest getarnte Seuche. Was auch immer. Also solange die Leute noch zum Sport gehen, alles okay. Vielleicht Skorbut. Ja. Also ich glaube, das sitzen wir aus. Das ist alles gut. So, aber trotzdem habe ich gerade das Gefühl, es könnte unpassend sein, in diesem Augenblick hier die Ornamente zu setzen, weil dann fühlen sich die Leute vielleicht veräppelt, oder? Wir machen schnell noch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Schnell. Wir machen das schneller als die FIFA. Wir führen hier eine Fußball-Weltmeisterschaft durch. Ganz fix. No joke. Im großen Stadion. Wir betreten es. Die Messuaner waren Meister in ihrer Kunst. Oh, was würde ich dafür geben, wenn ich ihnen nur einmal bei der Arbeit zusehen dürfte? Ja, einmal eine Meisterschaft durchführen. Zögern wir die Eröffnungszeremonie nicht unnötig hinaus. Leute, eine lokale Meisterschaft, Manola und Umgebung, quasi ist noch nicht mal eine Champions League, Manola Meisterschaft, eine MM im Fußball, oder ist es in der ganzen Region eine Lateinamerika-Meisterschaft, oder wollen wir eine Weltmeisterschaft ausrichten? Was passt gerade? Ganz schnell, Weltmeisterschaft, Lateinamerika-Meisterschaft oder eine MM, eine Manola-Meisterschaft, bitte. Was wünscht ihr euch? Ganz schnell. Fix. Sonst entscheide ich. Weltmeisterschaft. Welt. Die ganze Welt. Eine Weltmeisterschaft. Vorbereitung. Wir brauchen ein Bankett von großer Extravaganz. Viele Waren. Die haben wir. Das aus dem Pool wird zufällig was gezogen. Eine erlesene Auswahl an Getränken. Die größten Freuden des Lebens. Ventilatoren? Die größten Freuden des Lebens, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Zugang zur Elektrizität haben wir und zahlreiche fabelhafte Dekorationen. Mögliche Waren dafür Filz und Felle. Filz als eine fabelhafte Dekoration, das ist sehr rustikal. Machen wir hier. Habe ich das schon gemacht? Einmal anklicken, einmal bestätigen. Denken Sie daran, mir eine Eintrittskarte zurückzulegen. Ja. Und das müssen wir verschaffen, damit das klappt. Jalea, das ist der Fischeintopf, glaube ich. Den haben wir vor Ort, der wird geliefert. Dann Ventilatoren, auch vor Ort, die werden automatisch geliefert. Sekt, auch vor Ort, alles gut. Und Klopapier, nein, Filz. Wir haben alles da, was man für eine Weltmeisterschaft braucht. Fischsuppe, Ventilatoren, Sekt und Klopapier und Filz. Alles da, was die Welt braucht. Sehr schön. Und das wird jetzt automatisch geliefert aus dem nahegelegenen Lagerhaus. Nämlich von hier. Dorthin. Kommen die überhaupt bis dahin hin? Hinten rum? Ich glaube, wir bauen das. Das dauert zu lange. Sollen wir den eine extra Straße hier noch bauen? Ja, ne? Dann bauen wir hier noch etwas Deko rechts und links. Eine Allee bauen wir denn noch. Das Edelste von Edlen. Wir nehmen Hacienda-Module. Die finde ich eigentlich sehr schick. Was sind das hier? Terrakotta-Pflaster. Und was ist das hier? Hab ich das mal gesetzt? Wie schön ist das denn? Guck mal, wie schön das aussieht. Wisst ihr was? Sollen wir so ein Teil mal klauen und kopieren für unsere Pirateninsel? Nach dem Motto, hey, wir können es auch auf Dekadent. Haben wir das alles gebaut? Schau mal, wie schön das aussieht. Das sieht hier bildhübsch aus. Wir waren das. Sieht hier wunderschön aus. Wie romantisch.
tun. Was für ein Anblick. Was für ein schönes Spiel. In den Hang hineingebaut, die malerischen Häuser, jede Fassade in einer anderen Pastellfarbe. Oben der majestätische Riesenstaudamm. Rechts hinten die Orangen- oder Zitronenbäume, die Plantage im Hintergrund, ein Lagerhaus den Hang hinauf und noch mehr Landwirtschaft. Ein paar Produktionsgebäude. Wunderschön. Echt herrlich. Ich werde hier kommen demnächst die Piraten hin von unserer Pirateninsel und überfallen die, weil die denken, hier ist Wohlstand. Oder? Ich könnte mir das vorstellen. Neutralen Auftrieb erreicht. Wo ist denn unser Schiffchen? Die Bulibri. In Manula angekommen. Was brauchten wir drüben? Nochmal rum und nochmal Bananen konnten wir selber. Wir müssen Bananen drüben noch produzieren. Einmal schnell rum auf Vorrat, bitte. Motoren anwerfen. Hier ein kleines bisschen Deko. Ja, ein Staudamm ist immer majestätisch. Wir könnten einfach das hier nach oben hin verlängern, Plantagen. Wir nehmen hier die ganzen schönen Bäumchen hier. Die nehmen wir. Einmal kopieren, bitte. Shift-Taste gedrückt halten. Einmal so rauf kopieren. Einmal hier bitte auch. Ja. Jetzt ruhig noch weiter nach oben hin. Sogar den Punkt benutze, seitdem ich mit R auch rotieren kann, benutze ich das nicht mehr. Frag mich nicht warum. Ich bin geheilt. Sehr schön. Ich frage mich ja sehr, wie das aussieht, wenn man das Ufer lang läuft und dann einen Blick wirft auf unser Stadion. Einmal gucken gehen. Gott, man sieht ja gar nichts hier. Moskitos! Achtung, Moskitoalarm! Wie malerisch. Ein Blick aufs Fußballstadion hier vorne rechts. Das ist der Fußballtempel, ne? Kommt man hier durch? Nein. Komme ich hier vorne durch? Ja. Orangenbäumchen. Das ist das Stadion. Oder? Sehr schön. Wird schon gespielt, ne? Eine kleine Bank. Habe ich die gesetzt? Nee, die gehört dazu. Könnte ich mich hinsetzen? Wenn das jetzt Gothic wäre, könnte ich mich hier hinsetzen. Alles wird gestrichen. Vorbereitungen für die WM laufen. Es wird renoviert. Mal schauen, ob die Leute innen drin auch schon arbeiten. Hier komme ich nicht rein. Aber hinten rum, glaube ich. Hoppla, hier auch nicht? Doch. Ganz liebe Grüße an Slate's Kingdom. Ein Jahr schon dabei hier mit Abo. Danke dir. Danke, was du so lieb schreibst. Ich habe es gelesen. Danke dir. Schön, dass du dich hier wohlfühlst. Einmal hier oben hoch. Ich dachte, hier kann man hoch. Ich weiß, man kann das Stadion betreten. Die Frage ist, von wo? Wir machen das, wenn das Turnier stattfindet. Vielleicht kann man es dann auch erst dann betreten. Hier kann man immer rein. Ich weiß, man kann hier rein. Das muss doch gehen hier.
Und? Ja. Geht doch. Okay, das Gehen geht schon. Geht doch. Ist natürlich jetzt nicht so unglaublich originell. Schnell ablenken. Weitermachen, guter Mann. Hey! So ein Dreckfink, habt ihr gesehen? Der hat die Farbe auf mich, den Pinsel auf mich ausgeschüttelt hier. Passt doch mal auf, der Boss ist da. Unfassbarer Typ hier. Gott, das Augenpaar hinten auf dem Shirt, das kann einen hypnotisieren. Überall wird gestrichen. Noch kein Turnier, das sind ja eher Kleinfeldtore hier. So, rüber zu den Piraten. Wir waren auch die ganze Zeit nur hier, weil in Bull Bones war eben eine Krankheit. Und ich habe mir gedacht, das geht so nicht. Also wenn die Menschen so leiden, dann muss man reagieren, also als Gouverneur. Ich bin ja ein sehr einfühlsamer Mensch. Ich leide mit, wenn es meinen Menschen, meinen Untertanen schlecht geht. Deshalb war für mich die einzige angemessene Reaktion aufgrund meines Charakters, dass mit euch schnell weggehen muss, weil ich konnte mir das Leid einfach nicht anschauen, dass es hier gab, weil ich kein Krankenhaus bauen wollte. Ja, ich war so mitfühlend, so empathisch. Bin halt ein feiner Charakter. Da musste ich weggehen, woanders hin, musste eine Fußball-Weltmeisterschaft starten und Spaziergänge machen, weil das hätte ich mir nicht angucken können. Dafür bin ich zu feinsinnig und zu menschlich. Ja. So, nachdem ich mich ein bisschen gelobt habe, völlig zu Recht, die Menschen hier im Spiel haben es länger nicht mehr gemacht, fällt mir gerade unangenehm auf. Nur die Entwickler haben mir lange keine Tasse Kaffee mehr angeboten. Immer noch. Hier ist immer noch. Ist Leute immer noch Fest oder Krankheit? Wir führen mal. Ach, das ist so ein hässliches Wort. Ich benutze das so ungern. Ich sag's einmal, aber danach gehe ich mir den Mund mit Seife waschen. Ich sag's einmal als Frage an euch. Sollen wir bei der Frage, ob wir ein Krankenhaus bauen wollen oder nicht, euch einbeziehen und, Achtung, jetzt kommt das fiese Wort, die Demokratie kurz einführen? Oh, da kriege ich Zahnweh, wenn ich das sage. Abstimmungen im Chat, ob wir ein Krankenhaus bauen wollen. Soll ich euch nach eurer Meinung fragen oder seid ihr der Meinung, hey WB, er sei ein wahrer Piratenkapitän und bestimmt das selber? Soll ich euch nach eurer Meinung fragen oder soll ich einfach sagen, hier, wenn ich euch von euch respektiert werden möchte, dann doch nicht damit, dass ich nett bin. Oder? Die Ersten wünschen sich eine Abstimmung. Okay, dann mach eine Abstimmung, Jettospace. Ja, der Kapitän fragt die Mannschaft. Aber das Revenge schreibt, ich zitiere, meiner Meinung nach ist unsere Meinung egal. Hör mal, dann macht er mal Jettospace als erste Abstimmung. Frag doch mal den Chat folgende Abstimmung. Sollte eure Meinung WB egal sein? Das bitte als Abstimmung im Chat. Antworten ja, nein. An drei Antwortalternativen. Schreibt in den Chat rein. Soll eure Meinung WB egal sein? Das sind die drei Abstimmungsalternativen. Ja, nein. Soll WB entscheiden? Soll eure Meinung WB egal sein? Ja, nein, soll WB entscheiden? Das finde ich. Komm, das machen wir mal. Ich will wirklich wissen, was dabei rauskommt. Und die spannendere Frage für mich ist noch, wie soll ich das danach dann interpretieren? Umfrage läuft. Oben im Chat läuft eine Umfrage. Soll eure Meinung WB egal sein? Ja, nein, soll WB entscheiden? Sehr spannend. In der Zwischenzeit nehme ich schnell meine Fotografieaufgabe an. Geh, ich vertraue dir. Ja, ich fotografiere schnell den Hafen. Gott, wo ist der denn? Ganz weit weg. Hier hinten. Ja. Nein, sagt kaum einer. Die beiden Gegenpole sind ja, soll eure Meinung egal sein oder soll WB entscheiden? Dann machen wir bitte hier vorne den Hafen knipsen. Ich
weiß gar nicht, wie oft ich den schon fotografiert habe. Mit der Uhr. Wir können unsere Insel im Hintergrund fotografieren. Wo ist unsere Prärateninsel? Das ist, glaube ich, die im Hintergrund, ne? Das ist die hier hinten. Die können wir von hier aus knipsen. Wir können ein Foto machen von unserer Insel mit Timestamp. Cool. Ja, unsere Insel. Im Vordergrund der Hafen, aber entscheidend ist die Insel. Abstimmung läuft. Ja, soll eure Meinung WB egal sein? Ja, nein, soll WB entscheiden. Die einmal Menschen abschicken. Lassen Sie hochleben. Danke. Sehr schön. Ein Schritt näher zur Freiheit. Ja, danke. Also für einmal fotografieren 13.200 Münzen kann man machen. Bewegung sucht Freiwillige. Isabel Sarmento benutzt Flugblätter. Soll WB entscheiden, meinen zwei Drittel? Okay, dann entscheide ich. Also wenn ihr auf meine Frage, soll eure Meinung WB egal sein, meint, das soll WB entscheiden. Dann treffe ich hiermit die Entscheidung, dass es mir egal ist, ob eure Meinung mir egal ist. Ist mir egal. Ganz im Ernst. Ob eure Meinung mir egal sein soll, was fragt ihr mich sowas? Es ist mir egal, ob mir eure Meinung egal seid, ist. Will ich gar nicht wissen. Damit, also ich will von sowas gar nicht behelligt und belästigt werden hier. Nein, also sagen wir mal so jetzt mal, Schatz beiseite. Wenn das krank, wenn geht das hier langsam, ja, bricht schon die ganze Stadt bricht zusammen. Sie, so wird's gemacht. Wie hoch ist die Krankheit denn mittlerweile? Es wird besser, oder? Ist nur noch eins hier. Komm, wir bauen das verdammte Krankenhaus. Aber ein kleines. Ein ganz kleines Hospital. Und da wird auch nur Naturmedizin gereicht. Das ist keine Schulmedizin. Da wird nur, da werden nur Medikamente oder Heilmittel gereicht, die die Piraten auch mögen. Sprich Kräuterschnaps. Ja? Und Franz Brandwein. Mit Rum kann man sich dann auch, kann man vorbeigehen, sie mit Rum einschmieren lassen. Ja. Was Piraten halt so mögen. Das bauen wir dann auch so ein bisschen versteckt hin. Bauen wir in die Stadt rein. Bauen wir hier vorne hin, in der Mitte. Oder hier hin, das geht auch. So geht das hier. Und dann geht es den Menschen auch bald wieder besser hier. So, meine Damen und Herren, wir wollten hier Ornamente setzen. Dann lasst uns mal damit anfangen. Einmal noch das Schiffchen ziehen, das mal hier vorne. Der Bulibri, einmal nochmal Rum ausladen, bitte. Sehr schön, geht nicht anders. Konto einmal ausbauen oder nicht. Ist schon ausgebaut. Wir bräuchten Fenster für den weiteren Ausbau. 150 Sammeln reicht. Wir müssen auch für Bananen sorgen. Danach setzen wir die Ornamente. Verbrauchsgüter Bananen. Gebackene Bananen, einmal Fischöl, einmal eine Bananenplantage und einmal eine Küche, bitte. Fischölfabrik. Versteckt hier daneben. Ja. Einmal hier ran, bitte. Dann eine kleine Bananenplantage irgendwo. Wohin? Hier? Hier eine Bananenplantage? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Geschützt vor neugierigen Blicken. Oder wir können es natürlich auch hier oben dran setzen. Hier ist schon ein Lagerhaus. Ich weiß nicht genau, wie viel Platz das so wegnimmt. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Oh,
Das müssen wir aber schnell klären, ja. Das war's schon. Wolltet ihr gerne die Bananenplantage hier vorne? Hier könnte die eventuell von hier aus gesehen werden. Wir müssen aufpassen. Es sollte aber klappen. Eine Bananenplantage. Hier hin. Hola. Hola, zurück. Dann bitte die Plantage hier langziehen. Aufpassen, wir wollen nicht erspäht werden vom Wasser her. So sind wir allerdings schön geschützt. Perfekt. Eine sehr schöne Bananenplantage. Es braucht noch eine Küche, bitte. Und dann reicht es schon. Die setzen wir direkt daneben hin. Hier ans Ufer. Kurze Wege. Einfach nur so. Deko halber. Alles okay? Seht nur. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das höre ich gern. Und jetzt brauchen wir noch die ganzen Ornamente, weil die Basisversorgung der Leute haben wir. Ponchos werden produziert. In rauen Mengen. Wir haben jede Menge gebackene Bananen. Rum müssen wir liefern lassen von dem Schiff. Tortillas werden schon nachgefragt von den Ombreros und Obreras. Die ignorieren wir. Ausgangsmaterial ist da. Zwischenprodukte sind keine da. Andere Sachen stellen wir nicht her. Das heißt, wir könnten höchstens noch... Die Tortillas können wir nicht herstellen. Doch, wir haben Mais. Jetzt checken wir kurz, ob wir für Tortillas sorgen können. Rinder gehen. Maisplantage geht auch. Sollen wir hier... Für die vier Kapitänshäuser. Für die vier Kapitänshäuser extra die Produktion von Tortillas anschmeißen. Oder sagen wir, wir importieren mit unserem Luftschiff von der anderen Insel Tortillas und Rum. Das machen wir. Das ist ja Quatsch hier. Das ist ja völlig over the top hier. Das machen wir nicht. Rumbananen wären auch eine Alternative. Das heißt, wir entleeren jetzt einmal hier vorne das Luftschiff. Rum raus, bitte. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal wilde Müllkippe. Befehle erhalten. Die 31 Tonnen Rum, die entsorge ich hier vorne an einem Ort, wo die niemand sieht. Die schmeiße ich einfach ins Gelände. Wir haben eine Flugroute. Hier, Umweltverschmutzung. WB, wilde Müllkippe. 31 Tonnen Rum, wenn verklappt auf hoher See. Da schwimmen sie. Wilde Müllkippe. Mit bereit für den dem Einsatz. Bulibri richten wir jetzt eine Handelsroute ein. Den Marktplatz als Piratenskin checken wir gleich mal. Jetzt machen wir erstmal die Handelsroute. Die läuft von... Eine neue Route einrichten. Handelsroute. Und die nennen wir... Buddeln. Das ist ein Tätigkeitswort und das bedeutet, also das ist so ein Slangwort unter Piraten und das bedeutet, bring mir mal oder versorg mich mal mit Rum, mit Buddeln von Rum. Ja? Hey, buddel mir mal einen rüber. Das heißt, dann gib mir mal einen Rum zum Beispiel. Und ein Schiff und eine Route, die buddelt, die versorgt die Piraten mit Buddeln von Rum. Ja? Buddelbesorgung, das ging auch. Ja, das wäre die deutsche Variante, aber Revenge. Wir lieben es ja, möglichst komplizierte Wörter zu benutzen. Wir starten einmal mit unserem, wie hieß das Schiffchen nochmal? Mit der Bulibri. In Manona. Und es geht dann hier unten hin, nach Bull Bones. Und wir laden einmal Rum, bitte. Und wir laden einmal Tortillas, bitte. Und das ist es. Mehr als zwei Plätze hat die gar nicht.
Das Ganze ordnen wir der Gruppe Neue Welt zu. Innerhalb der Neuen Welt ist das eine Route. Buddeln ist auch klar. Einmal annehmen und das war's, ne? Genau. Einmal geht's los. Ja, Beamtensohn. Das glaube ich sofort. Und? Bulli Bri, rastlos. Sehr fleißig. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns, jetzt bauen wir endlich die Ornamente. Lang genug gewartet. Ich habe eben die falsche Insel fotografiert. Von hier aus. Ich habe behauptet, das wäre die Pirateninsel. Wir haben Spuren verwischt. Wir haben ein Foto verbreitet auf Flugblättern und in Zeitungen, auf dem angeblich das Piratenversteck zu sehen war. Und es war eine falsche Insel. Das war natürlich Absicht. Wir haben die mit Absicht hier oben hingeschickt. In Wahrheit ist das unser Piratenversteck hier. Raffiniert. Man kann auch so auch versehentlich klug sein. Sehr schön. So, und jetzt kommen die ganzen Ornamente. Jetzt kommt der Höhepunkt des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Liebe Piratinnen und Piraten, liebe Mitpiraten. Jetzt kommt der Höhepunkt des Abends. Wir bauen die Ornamente im Verschönerungsmenü, im Kosmetikmenü, im Piratenbuchtenpaket und sorgen dafür, dass den Leuten richtig gut geht. Zuerst gucken wir mal, ob es Sachen gibt, die man nur am Strand bauen kann. Schiffswracks. Die setzt man auf. Ach, das ist Deko. Ein Schiffswrack ist Deko an einer Kreuzung. Ja, aber. Echt? Na, okay. Wenn ihr das so wollen, machen wir das. Dann. Hier Deko. Hier Deko, Schiffswrack. Mahnendes Beispiel. Ihr sollt keine Löcher in eure Boote packen. Da ist ein Schiffswrack. Was haben wir sonst alles im Angebot? Die Halunken-Spelunke. Ja. Die darf natürlich von innen nicht gesehen werden. Die bauen wir in der Stadt. Die bauen wir. Wohin? Am Rand. Wasser. Krankenhaus. Ich könnte auch die Häuser eins nach oben ziehen. Die Menschen lassen sie hochleben. Danke. Sehr freundlich von den Menschen. Piraten-Outfit überall. Das war das Falsche. Das war das Richtige. Alles mit Piraten-Outfit, sehr schön. Sollen wir die hier hinsetzen? Dann ziehe ich die raus und die kommen auch woanders hin. Soll ich euch mal zeigen, was ich meine? Soll die hier hinsetzen? Und die Spelunke in die Mitte? Oder sagen wir die Spelunke? Es ist ja eine Spelunke. Spelunken sind eigentlich am Hafen. An dem Fluss. Hier an dem Flussufer. Hier kommt die hin. Und die Häuser ziehen um und hier kommt die Spelunke hin. Ja, so machen wir das. Das heißt, die wenigen hier, die müssen umziehen hier. Dahinter kommt die jetzt. Hier. Und wie rum drehen wir die? Schaut mal. Hallo Achto. Achtoro, schau mal hier. Wir bauen gerade die Planeten, die Piratenbuchtsachen. Du hast nichts verpasst. Wo ist der Eingang? Rechts, oben, unten, oben, unten, links, rechts. Vorne, hinten. Wo ist der Eingang davon?
Hier. Da unten hin? Nee, das ist die Rückseite. Nee, das ist der Eingang. Da ist eine Treppe. Hier ist der Eingang. Einmal kopieren. Muss ich hier nicht aus dem Menü raus? Das Krankenhaus? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Eins hierhin. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, kann passieren. Ganz ruhig bleiben. Ja? Hier ist die... Die gucken wir uns einmal aus der Nähe an. Ölraffinerie in Brand. Ist die Feuerwehr schon da und hilft? Feuerwehr ist schon in Aktion. Alles gut. Immer diese Aufregung wegen nix und wieder nix. Einmal aus der Nähe anschauen. Ist es für euch eigentlich praktisch oder unpraktisch, dass der Weg von der... Die Flammen wurden Spelunke, der Halunken-Spelunke zum Hospital ein kurzer ist. Glaubt ihr, das ist für den Betrieb der Halunken-Spelunke ein Nachteil oder ein Vorteil? Also es könnte einen Vorteil darstellen, weil ne, die Leute überleben, wenn sie sich besoffen haben, wenn sie sich ins Koma gesoffen haben. Der Nachteil könnte allerdings sein, dass, ja, dass es irgendwie uncool ist, da hinzugehen. Weil man geht ein geringeres Risiko ein. Rechts das Hospital, das ist die Spelunke. Schick. Was hängt denn da, Leute? Was sind denn die blauen Dinge, die da hängen? Rumpflaschen, ne? Hallo Rio. Hallo Lucky Pit. Danke fürs 19. Abo an Rio und fürs 32. an Lucky Pit. Danke euch beiden. Mal schauen, ob wir die Spelunke betreten können. Nee, das war ein Haus. Das ist die Spelunke. Oh, die sieht aber noch hübscher aus. Männlein und Weiblein saufen gemeinsam. Was trinken die denn da? Sag mal, bin ich der Einzige, der denkt, das ist gar, dass die da... Und vergesst nicht! Wir wollen ein schönes Spiel sehen. Bin ich gerade der Einzige, der denkt, die schütten gerade Tabasco-Soße in Blumenvasen, machen irgendwie so ein obskures Trinkspiel. Wer als erster seine Blumenvase ausgetrunken hat, hat erstens gewonnen und zweitens überlebt. Oder bin ich, denk nur ich das. Tequila sei das. Dann bräuchten die doch eigentlich noch Zitronen, oder? Einmal rauf, bitte. Komm mal rauf, bitte, ich will rauf. Nein, bitte, ich will hier rauf. Oh Mensch, ich will da oben rauf dürfen. Wie doof ist das denn? Sogar, oh, guckt mal, sogar die Heilige Mutter Kirche, vertreten durch einen reichen, feisten Pfaffen. Suche das P dazu, das zu viel drin war. Steht andächtig neben dem gegrillten Schwein und betrachtet die Säuferbande hier. Der fühlt sich wohl hier. Krass. Gott, wie die saufen. Der Wirt sauft am meisten. Schaut mal. Gott, wie der Wirt sich einen hinter die Binde kippt. Ja, gute Frau, auf den Tischen tanzen. Finden aber alle lustig. Alle tanzen auf den Tischen. Und da hinten sind das Vogelkäfige, ja, ne? Aber ohne Papageien drin, leider. Ich würde da so gerne oben drauf kommen. Gibt es denn keine Möglichkeit, irgendwie das da oben zu betreten? Ich versuch's nochmal. Bin ich rauf? Beinahe. Ich versuch's nochmal. Ich nehme mal einen Anlauf. Okay. Nicht ganz.
O-Zapft ist es, genau. Das ist wie beim Münchner Oktoberfest, ist das hier das WB'sche Piratenfestival. Ich würde da so gerne oben rauf. Geht nicht. So schnell die anderen Ornamente bauen. Was gibt's sonst noch? Da ist der Piraten. Da ist die Halunken-Spelunke. Bäumchen, Hängematten, Kapitänszelte. Meuternde Crew? Ja, meuternde Crew ist völlig okay. Aber ich weiß auch, wo die meutern. Die sind in der Verbannung. Die dürfen gerne hier vorne meutern. Da dürfen sie meutern. Da habe ich nichts gegen. Hier dürft ihr meutern. Nein, schaut euch das mal an. Wie cool ist das denn? Nein. Ich glaube, das heißt zwar meuternde Crew, aber gemeint war, glaube ich, Crew, die mal gemeutert hatte. Ich glaube nicht, dass sie immer noch am Meutern sind. Ich glaube, er hatte sich ausgemeutert. Krass. Captain WB hat sich schon drum gekümmert. Was gibt es sonst noch Cooles hier? Verlassene Ruderboote. Verlassene Ruderboote. Am Ufer eines Flusses vielleicht. Den Fluss lang rudern hier. Ja, kann man machen. Gucken wir uns vielleicht auch nochmal an. Dann, das war die Crew, ein Kapitänszelt. Ein großes Angeberzelt für den Kapitän. Das steht natürlich, steht es an der Küste, ne? Ist der Captain an der Küste mit seinem Kapitänszelt? Eher nicht, ne? Wir bauen mal für das Kapitänszelt, das ist so quasi die hochherrschaftliche Villa. Für den bauen wir das Superedlers. Und zwar in der Nähe der Halunke natürlich. Der Halunken-Spelunke, damit er nicht weit rennen muss. Das steht aber irgendwie komisch hier. Das ist das Kapitänszelt, genau. Jeder bekommt, steht rechts unten, einen gleich großen Anteil an der Beute. Aber einige sind ja eben gleicher als die anderen. Schöne Überleitung für den nächsten Satz. Vielen Dank an Fischwasch für ein verschenkte Abos. Danke dir. An Bilgamesh, an Tarax Akorum, an X-Klint, an Andreas, an... Oh Gott, wie spricht sich das denn aus? An Greats? Ich kann nur raten. Vielen Dank an Fischwasch im Ernst. Danke dir. Sehr großzügig mal wieder hier. Ja, Anno Samstage sind immer schöne Samstage. Krähennest. Ein Ausguck. Super cool. Den brauchen wir an der Klippe. Mit Blick ins Nirgendwo. Hier ein Ausguck vielleicht. Und ein Weg, der dorthin führt. Der zum Strand führt. Hier ein Ausguck hin. Cool. In welche Richtung gucken wir? So rum, ne? Der Eingang ist... Oh Gott, wo ist denn da? Über die Leiter ist der Eingang hier. Das heißt, der Eingang ist dann hier vorne. Und dann schicken wir noch einer. Wir müssen noch einen Weg dorthin ziehen, ne? Einen Weg hier lang. Über eine Brücke. Hier hin.
Menschen. Da ist die Hauptsiedlung, hier geht's lang. Hier eine Brücke. Wir wollen ja nicht, dass man uns von außen sieht. Im Geheimen läuft das hier. Okay. Da ist unser Ausguck. Auch einmal aus der Nähe anschauen. Ja, ne? Oder soll man das Kapitänszelt hier hinsetzen? Ja, ne, das ist doch viel schöner. Soll man das Kapitänszelt da platzieren? Finde ich viel hübscher. Dann gibt es auch mehr Sinn, dass es ein Zelt ist. Wo würdet ihr das Kapitänszelt hinsetzen? Hier oder drüben? Ganz schnell. Versetzen wir das zum Ausguck oder ist das Kapitänszelt da, wo es stand? An der Halunken-Spelunke eigentlich optimal platziert. Nee, am Konto wird das ja gesehen. Ja, das ist ja ein Geheimnis, das ist ja ein Piratenversteck. Wir wollen am Konto nur das Notwendige setzen. Nicht noch mehr Bäume hier wegmachen. Ja, kannst ja auch innen drin verstecken. Hier so. Da. Also Leute, schreibt mal ganz schnell. Wohin mit dem... Also soll es hier hin oder nicht? Der Kapitän braucht den Überblick. Den besten Ausguck. Andererseits, Peperoni, Gegenargument von Fischfarsch, der Weg zum Rum darf nicht so weit sein. Vielleicht finden wir ja irgendeine Rumquelle hier, die wir noch hier platzieren. Grillfest am Strand. Hier machen wir eine ländliche Idylle für den Piratenkapitän. Das muss ja gar nicht am Strand sein. Was gibt's denn sonst? Faszinierende Felsformation. Ja, sehr hübsch. Super, super stylisch. Hüter der Bucht, was denn das? Was ist denn das da? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Was ist denn Hüter der Bucht? Nein, guckt euch das mal an. Ron, Death, eine Warnung. Einmal durchlektorieren, bitte. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Es trägt ihre Handschrift. Ja, danke. Und Sie haben Einfluss gewonnen. Den setzen jetzt in Konto näher. Das soll ja Besucher abschrecken. Konto war hier vorne irgendwo. Leuten klar machen, bitte hierhin und nicht weiter, falls doch mal versehentlich jemand anlandet. Ja, genau hier. Geh lieber nicht weiter, Fremder oder Fremde. Was ist sonst noch da? Halunken-Spielung haben wir gebaut. Tore. Seemannszäune. Ich weiß nicht, also klar, viele Leute wünschen sich immer Zäune, aber ein Piratendorf mit Zäunen absperren, ohne mich, möchte ich nicht. Dann können wir noch Sand irgendwo platzieren, brauche ich auch nicht. Kriegskanone neben einer Palme, das ist für die zusätzliche Verteidigung. Ja, das ist doch schon eher sinnvoll. Ich wüsste ja gerne, ob man die auf einem Kai platzieren kann. Lass uns das mal ausprobieren.
ob das geht. Nee, leider nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Die Menschen lassen sie hoch. Danke, ihr Menschen. Wo wollen wir die Kriegskanone hinsetzen? Krähennest hatten wir schon, ne? Wo kommt die Kriegskanone hin? Auch hier vorne? Zum Feuern auf vorbeifahrende Leute. Und die Kapitäns. Das Kapitänszelt wollten wir da noch platzieren. Gott, wo waren wir? Hier hinten, ne? Gott. Wo war das gerade? Wir haben das so gut getarnt, wir finden es nicht mehr. Hier ist der Weg lang. Hier vorne, okay. Genau. Und hier eine Kriegskanone, können wir von hier aus nach draußen in Feuer. Ja. Ja, kann man machen. Okay. Ja, rechts vom Kontor, dann hätten wir den Kontor, glaube ich, verschieben müssen, Jet to Space. Den hatte ich nämlich bewusst ganz nach rechts gebaut, dass da kein Platz mehr daneben ist. Wirklich. Und wo platzieren wir den sagenhaften Schatz? Ganz versteckt. Den platzieren wir auf Mandola nachher. Den müssen die Piraten suchen gehen. Tiki-Fackel. Jetzt wird spannend. Ach, das sind so Fackeln, die den Weg beleuchten hierhin. Sehr hübsche Idee. Wir machen nachher eine Wanderung im Dunkeln dorthin. Super hübsche Idee. Fackeln. Das ist quasi die Straßenbeleuchtung. Und sonst hätten wir Laternen in den Städten. Jetzt kann man hier natürlich nichts mehr unterbringen. Aber am Krankenhaus passt das zum Beispiel immer. Neben der Spelunke natürlich auch. Dann wollten wir das Kapitänszelt drauf transportieren. Kommt's hin. Und wisst ihr, was ich mir noch gewünscht hätte hier bei dem DLC? Musik, Piratenmusik, so wie bei The Republic of Pirates, diesem Anno Light unter Piraten, das wir kürzlich mehrere Samstage lang gespielt hatten. Das Spiel hatte ja jetzt nicht, hatte so, sagen wir mal, wir sind mal höflich und sagen, eine durchschnittliche Qualität, ist auch nicht doof, aber es war jetzt nicht so bedienungsfreundlich und warum ein bisschen komisch, so Piraten als stinknormales Aufbauspiel zu spielen mit ein paar kleinen Gimmicks. Aber es hatte einen gigantischen Soundtrack. Das war unheimlich stimmungsvoll. Und das Piratenzelt setzen wir jetzt hier vorne hin. Direkt daneben. Was gibt es sonst noch an schönen Dingen? Bäumchen. Hängematte. Hängematten und die meuternde Crew. Ein Hängematten. Ja, natürlich. Aha. Sieht er das auch, was ich sehe? Da liegt eine weiße Gestalt drauf, ohne Textur. Heißt es jetzt wieder, WW kriegt jedes Spiel kaputt? Kann das sein, dass da eine, jetzt, oder es ist Geisterstunde schon. Jetzt wird mir gerade ein bisschen gruselig. Ich mach die mal neben die tote Kuh hier hinten. Sie hochleben. Das wird mir gerade ein bisschen zu gruselig. Ich mach's mal hier hin. Oder?
Ein Kreidemensch, heißt es im Chat. Boah, das wird immer gruseliger. Schaut euch mal an. Oder ist das irgendwie so ein Geist? Oh nein! Nein, Mama! Das wird mir echt so gruselig, das Spiel. Gleich wandelt sich durch den DLC. Vielleicht ist das doch ein DLC mit Spielmechaniken. Das Spiel verwandelt sich gleich. Punkt Mitternacht eventuell. Von einem City-Builder und Aufbauspiel zu einem Horror-Survival-Shooter oder irgendwas. Koop mit Satan. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hätte mich verlaufen. Ah, hier vorne. Also, was meint ihr, Leute? Ist das ein Geist, ein Gespenst oder Bug oder Feature? Bug oder Feature? Also, ich tendiere dazu, dass es ein Geist ist. Was würdet ihr sagen? Ein Halloween-Gestalt. Vielleicht ein Feature. Vielleicht ein Geist, ja. Also, vielleicht irgendwas, was unseren Piraten symbolisieren soll. Hey, wenn ihr auf der faulen Haut liegt, passieren gruselige Dinge mit euch. Ihr werdet zu Geistern. Und was bedeutet wiederum der Typ, der daneben steht, in die Ferne guckt und mit niemandem redet, der redet mit sich selber, stellt sich immer wieder auf die Zehenspitzen, zeigt ins Ungefähre hin, über sich die weiße Gestalt. Sag mal, ist das vielleicht die Seele von dem Typ, der Astralkörper, rausgegangen aus diesem Körper heraus, der irgendwie zwischen Leben und Tod schwebt, und dann hat er sich manifestiert, nervös, hin und her wippend, nicht wissend, komme ich jetzt ins nächste Leben oder in den Tod hinein oder bleibe ich da, wo ich bin, in einem infernalischen Zwischenreich. Ich glaube, das ist ein Astralkörper, ne? Oder das könnte auch sein, meinte Erbeldämmerung, er ist dem Wahnsinn anheimgefallen, als er den Geist gesehen hat. Haben wir sonst alles gebaut? Alles Wichtige, ne? Wir haben alles gebaut. Jetzt gestalten wir... Die Hängematte soll, glaube ich, die entspannteste Deko-Sache hier sein. Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick nochmal auf den Piraten hier. Sehr seltsam. Und ein Grillfest. Ich glaube, da müsste noch ein paar Bäume pflanzen, ne? Guck mal hier. Nein! Das ist das Kapitänszelt. Und da kommen Bittsteller, ne? Bittsteller müssen den Weg hinaufpilgern. Hier vorne hin, aus dem Dorf kommen die ja hin. Oder vielleicht sogar Leute, die uns anheuern wollen für Körperfahrten. Die am Kontor landen mit ihren Schiffen. Irgendwelche feinen Leute, die ihre Konkurrenten von uns ausschalten lassen wollen. Und damit wir denen zeigen, wer hier wirklich der Herr im Hause ist, müssen den langen, steilen Weg vom Kontor bis hierhin zu uns hin pilgern. Haben kleine Säckchen voller Goldmünzen dabei. Und wer ist der Kapitän hier? Da liegt wirklich ein Krokodil unter dem Tisch, tatsächlich. Schaut mal. Und wenn der Bittsteller zu frech wird, wahrscheinlich ist er deshalb auch leicht verängstigt, dann gibt es einen Biss ins Bein. Und wer ist der Kapitän? Ist das die Kapitänin? Ist das die Kapitänin? Ich glaube, wir haben eine Kapitänin hier, ne? Und das sind, glaube ich, Mitarbeiter hier, nur Untergebene. Der Maat oder so. Ich glaube, wir haben eine Kapitänin. Und das ist ihr älterer Berater hier. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist die Kapitänin. Eine blonde Kapitänin. Mit einem Krokodil, dressierten Krokodil. Puh.
Wow. Heftig. Das war, ist der letzte Kosmetik-DLC für Anno 1800. Einer kommt noch, das ist der vorletzte, einer kommt noch. Wann er kommt, weiß ich nicht, mein Tipp wäre in diesem Jahr. Hat einer von euch irgendwas schon gehört, was die Anno-Entwickler haben verlauten lassen? Was Thema sein wird des Kosmetik-DLCs oder ist das noch ein Geheimnis? Weiß das einer? Der mit dem Zylinder ist der Investor bei uns, genau. Weiß einer von euch, hat irgendein ein Gerücht aufgeschnappt? Was würdet ihr euch wünschen? Als letzten Kosmetik-DLC für Anno 1800 überhaupt. Was sollte das Thema sein? Ich weiß nicht, ob das Krokodil gähnte, Akira. Es kann auch sein, dass es kurz vorm Zuschnappen ist. Ein Galgen hätte ich ja auch noch gerne. Ja. Ihr denkt nach. Einfach. Das Video hier erscheint auch auf YouTube am Tag danach. Und das war unser Anno-Abend hier. Ich höre mal pünktlich auf heute. Das war unser Anno-Abend mit Anno 1800, Anno 117 Pax Romana. Riesenthema bei uns in den nächsten Monaten. Jeden kleinen Infoschnipsel, den ich bekomme, werde ich rüberschaufeln in YouTube-Videos, vielleicht auch hin und wieder auf dem Stream. Wir werden garantiert, wenn das Spiel dann kommt, auch Preview-Streams machen, unter andere Sachen. Auf YouTube blende ich nochmal die Playlist ein zu Anno 117 oder ein Video-Special davon, was auch immer. Ja?